So, Aufnahme start. Alles, was jetzt anfängt, kommt auch auf YouTube dann. Also es ist ja schon auf YouTube, ich meine, es kommt als Video. So. Ich sag schon mal Hallo, Absorkun. Ja, Schubi, der braucht natürlich noch mehr Flügel. Und seine Flügel brauchen auch nochmal Flügel und diese Flügel brauchen wiederum nochmal Flügel. Ich muss auch mal gucken, was wir jetzt genau machen jetzt in dem Stream, weil ich hätte jetzt einfach Bock gehabt, ich habe nochmal Bock auf RPG Maker. Hab mir jetzt aber nicht so viele Gedanken gemacht, was wir jetzt groß machen. Ich werde wahrscheinlich den Schubi-Kampf noch ein bisschen ausarbeiten, dass man da ein bisschen Gameplay noch reinbringt, den ordentlich balanced, den dann Klaus ein paar Attacken gibt, Schubi ein paar Attacken gibt, dass man da einen ordentlichen Kampf hat. Wahrscheinlich noch ein paar Eisrätsel oder so. Wie passt das eigentlich mit der Lautstärkeabmischung? Weil ich habe jetzt mich selbst jetzt mal, also meine Stimme deutlich lauter gestellt als sonst. Was steuert das irgendwie stark oder so? Und ja, und halt ein Game Sound. Auch deswegen ein kleines bisschen lauter. Aber ich denke mal, es passt jetzt besser. Kann natürlich wieder sein, dass ich mich irre und dass irgendwie jetzt wieder alles viel zu laut ist und man hört gar nichts oder so. Oder immer noch viel zu leise. Ah, passt, sehr schön. Weil mir ist das mal aufgefallen, wie bei allen Streams, immer wenn ich die Aufzeichnungen angeguckt habe, ich habe da mega leise geklungen. Man musste eben immer so ein bisschen aufdrehen, den Sound. Deswegen habe ich jetzt einfach mal in dem Zug jetzt einfach mal mein Mikro jetzt mal um 8 Dezibel erhöht, damit man überhaupt die normale Lautstärke hat. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, ist das bei Streams, dass immer so runtergeschraubt wird. Beziehungsweise die Streams sind ja nicht schuld, das ist ja mehr die Software. Keine Ahnung, was das soll. Ach, der alte Machtmarathon. Ganz ehrlich, ich glaube, ich mache den wirklich. Wenn der kommt, wird der wahrscheinlich sogar schon in 2 Wochen kommen, weil ich dann eine Woche allein bin und ich habe gedacht, ich brauche für sowas auch meine Ruhe. Kann sein, dass er in 2 Wochen schon kommt. Dann wird er wahrscheinlich vom 18. bis 20. laufen. Aber muss jetzt nicht feststehen. Kann auch noch sein, dass sich das ändert. Kann auch sein, dass sich das in der Woche verschiebt, wenn ich das doch nochmal irgendwie aufschieben will. Und ich werde bestimmt nach Ausreden suchen, warum das nicht geht. Dann weiß ich, da werde ich mir mit Absicht schon vorher ein Bein brechen und sowas. Und dann sage ich, ja, ich habe Bein gebrochen, ich kann jetzt nicht mehr streamen. Weil man ja auch die Beine so dabei braucht. Weiß ich, oder ich reiß mir die Stimmbänder aus oder so. Oder weiß nicht, ich zerstöre einfach den Router oder sowas. Amiibo sind ja eh mal so eine Sache. Da sind ja so viele bei, die sind ja so schnell ausverkauft, aber warum auch immer werden da ja immer nur gefühlte 10 Stück von nur produziert. Also gefühlt. Meine Tastleiste war gerade auf einmal weg. Warum ist sie nicht fixiert? Hä?
Hey, die ist ja fixiert. What? Beziehungsweise, warum ist der Maker dann... Okay, jetzt geht's wieder. Ihr seht da zwar nichts von, weil ich den Desktop noch nicht, beziehungsweise den Monitor noch nicht übertragen habe. Da war halt meine Tastenleiste gerade einfach mal weg. Und die ließ sich auch nicht mehr ausfahren. Mir ist mal aufgefallen, bis auf so diese typischen limitierten Amiibos habe ich sonst keinen einzigen so richtig. Ach, Hyrule Warriors. Habe ich auch ehrlich gesagt nie gespielt, weil man hört zwar viel Gutes, aber ich habe mal noch diese Angst, dass das vielleicht auf Dauer zu eintönig ist. Man überlegt sich vielleicht mal, wenn ich mal nichts zu tun habe, einfach mal Hyrule Warriors Legends zu holen. Aber, weiß nicht. Ich habe das Gefühl, das ist so eines dieser Spiele, die am Anfang richtig Bock machen, aber dann irgendwie nach ein paar Stunden oder Tagen dann irgendwie total eintönig werden. Na gut, vielleicht irre ich mich auch, aber wie gesagt, also so vom Gameplay wirkt das für mich so. Also ich bin immer noch unschlüssig, ob ich mir das nochmal holen soll irgendwann. Ich habe auch wieder hier Ausstattung, Energy Drink, Wasser. Falls ich mal was Gesunderes haben will und Erdnüsse. Ich brauche ja auch noch ein bisschen Notrationen für den Trash nachher. Ich habe mir übrigens überlegt, ich werde den Stream wahrscheinlich heute richtig lang machen. Oder, beziehungsweise, guck mal, also bis 2 Uhr mindestens. Vielleicht sogar bis 3. Wenn ich richtig gestört bin, vielleicht sogar bis 4. Ich weiß es noch nicht, aber, na, weil meine letzten 2 Tage waren absolut chaotisch und bin jetzt aus so ein paar Gründen erst nachmittags aufgestanden und bin entsprechend jetzt hellwach und werde jetzt noch die nächsten Stunden noch bis morgens wahrscheinlich noch hellwach bleiben, weil ich wahrscheinlich nicht einschlafen werde. Und hallo Rioden. Den Trash werden wir wahrscheinlich dann so um 23 Uhr dann beginnen. Bis zum Klo war ja nie ein Problem. Das ist bei mir immer direkt nur ein Flur entfernt. Damals waren es dann die Nasentropfen, die ja diese weite Reise verursacht haben. Weil da musste ich ja bis ins Wohnzimmer laufen. Das war ein Raum mehr. Weil da musste ich ja noch dabei nach links laufen. Und da musste ich ja noch dann auf so einen Tisch stand das noch. Da musste ich den Arm auch noch ausstrecken und so Sachen. Gott, eine Frühschicht am Sonntag. Oh. Na gut, was es nicht alles gibt. Ah, 3 Minuten noch, dann fangen wir an. Ich überlege gerade nur echt, was wir als erstes machen. Ich habe noch mal kurz ein bisschen rüber geguckt, was wir jetzt überhaupt gemacht haben in den ganzen Streams. Ich bin noch mal überlegen, ob wir jetzt den Shubi-Kampf noch weitermachen. Also wir hatten ja noch diesen MLG-Glasboden-Disco-Raum gehabt. Der war eigentlich soweit fertig. Eigentlich haben wir diesen Eisrätseln aufgehört. Das hatte ich noch am Ende fertig gemacht. Ich weiß nicht, entweder machen wir noch andere Eisrätsel rein. Also ich hab schon Bock auf irgendwie so eine Art von Mechanik, so irgendwie so Dungeon-Rätsel, hätte ich echt Bock. Nur die sind eben scheiße schwer, weil man sich da so mega viele Gedanken machen muss. Deswegen sind ja auch die Zelda-Spiele auch so gut, weil die einfach so geile Dungeons haben und das wirklich
absolut genial ist, was die, was die Entwickler noch heute dafür Einfälle haben. Und hallo, Fafa. Gott, der König der Finsternis, Muscle Davis. Ich habe mir überlegt, wir können auch noch so eine Story einbauen. Vielleicht, dass Shubi auch noch so ein paar Untertanen hatte. Der ist nämlich nicht allein. Er hat sich nämlich noch verbündet mit Mongo Babongo, Muscle Davis und Hitler. Und das sind dann noch so. Und die drei sind dann solche Unterbosse, sag ich mal. Dann weiß ich, man muss irgendwie drei. Keine Ahnung. Drei Sphären bekommen, damit man, keine Ahnung, in die Matrix zu Shubi kann. Und irgendwie in jedem Dungeon, warum auch immer, schillen dann jeweils einer von denen da rum und muss man halt umhauen. Und hallo Teddy. Wo ich gespannt bin, wie dann der Kampf gegen Hitler aussehen sollte. Und ob das überhaupt so erlaubt ist, ob man sowas überhaupt machen sollte und darf. Obwohl, andererseits, Persona 2 hat das auch gebracht. Habe ich zwar nie gespielt, aber ich habe es gesehen, was da gemacht wurde. Team Shubit for Evil. Achso, Arcade-Handspiele. Nicht wirklich. Beziehungsweise habe ich mich auch nie so damit befasst. War meistens nicht so meins. Ja genau, Gedanken machen in der Freizeit. Ja, ich bin doch nur Hobbyentwickler. Ich muss mich nicht weiterentwickeln. Ja, muss man nicht. Aber wenn man gute Spiele machen will, dann sollte man sich schon Gedanken machen. Aber na gut, das ist so ein Thema an sich. Ich würde sagen, wir fangen an. Wir haben jetzt 20 Uhr. So, Moment. So. Hier haben wir unser Zero-Lan. Das ist ja das Zero-Lan in der Zukunft. Das ist ja hier alles Science-Fiction. Keine Ahnung, irgendwann... Edwin wurde irgendwann mal gestürzt und... Dann ist, und irgendwie das ganze Volk ist dadurch total in Panik geraten, weil... Wenn der König stirbt, gerät ja alles total in Massenpanik. Selbst wenn es ein Diktator ist. Und deswegen ist jetzt der absolute Ghetto entstanden. Schon wie ein Boss halt auf Nightcore. Ja. Obwohl, das würde vielleicht passen zu dem. Genau, wir haben hier aufgehört. Ich wollte das sowieso nochmal kurz testen. So, jetzt dürftet ihr auch was sehen. Perfekt. Und zwar, ich glaube, die meisten waren nicht mehr da, weil ich habe da ja irgendwie bis 2:30 oder so, glaube ich, noch gestreamt. Da war, glaube ich, kaum noch jemand hier. Und zwar habe ich das noch gefixt bekommen soweit. Ist nur ein bisschen langsam. Aber man kann das Menü nicht mehr aufrufen. Das ist schon mal gut. Und ich muss jetzt nicht so ein dummes Zeug reinmachen wie, ne, das Menü ist jetzt abgeschaltet. Ne, kann man noch ganz normal aufrufen, nur bei den Passagen nicht. Was? Oh. Was? Oh. Okay, aber... Okay, ich glaube, ein paar Events habe ich noch nicht komplett... Ich glaube, das Event muss ich gleich nochmal überprüfen. Aber selbst wenn man das Menü aufrufen kann, man kann die Richtung nicht ändern. Das ist schon mal gut. Sehr schön. Guck ich mir das Event nochmal kurz an. G-Animation. Ach so, weil ich hatte das... Ah, ich sehe es gerade. Ich habe das hier vertauscht. G-Animation aus. So, deswegen. Fing das gerade so komisch aus. Ja, der Vorführeffekt. Okay, Fafa meint gerade er und den ersten Satz, den ich gerade höre, mit ja, ich habe einfach komisch Deutsch zu reden. Ich weiß ganz genau, welches Video du meinst. Ich hab's auch gesehen und. Lag lachen. Ich weiß nicht, ob ich da lachend am Boden liegen sollte oder traurig sein sollte. Aber ich glaube, ich habe eher ein bisschen gelacht. Und hallo, Orlando.
Steam, jetzt haben wir wieder neue DLCs. Das ist halt dieser Season Pass, habe ich gesehen. Ja, wie das jetzt da. Jetzt, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das jetzt eine Abzocke ist, aber ich bin mir auch noch unschlüssig, mir das zu holen, weil ich glaube, das war nicht billig. Beziehungsweise ich würde es mir vielleicht nur mal holen, wenn es einen Sale gibt. Okay, jetzt sollte das aber funktionieren. Sehr schön. Also man muss schon wirklich den Escape-Knopf mashen, damit man ins Menü kommt. Weil es ist wohl ein ganz bestimmter Frame, den kann man wohl treffen und dann das Menü aufgerufen. Aber wie gesagt, muss man schon echt den Escape-Knopf mashen. Wir können auch im Notfall... Ach, ich mache einfach Folgendes. Ist doch kein Problem. Einfach Menü ausschalten, während man läuft. War das... Menüzugang ändern. Ja, fertig. Jetzt nur, falls das welche stört. Jetzt irgendwie, weil... Aber das wirkt vielleicht ein bisschen unprofessionell einfach. Und, oh, man hat es gerade nicht gesehen. Moment mal. Das ist mal ein bisschen blöd, weil ich muss mal dran denken, dass wenn ich kein Spiel mehr zeige, so, dass das dann auch weggeht. Auf jeden Fall, genau, ich habe jetzt hier gerade Menüzugang geändert, dass er einfach deaktiviert wird, während man läuft. Dann kopiere ich das mal. Und sollen wir wieder hier Massen entfernen. So, wahrscheinlich hört man sich total hier auf der Tastatur rumhauen. Obwohl die Tastatur ziemlich leise ist. So. Okay, einfach rein. So. Obwohl, ist das jetzt nicht mit den neuen DLCs? Also ich habe das so mitbekommen, ist das nicht jetzt, was man jetzt da bezahlt, ist das nicht nur so eine Art Season Pass? Das heißt, dass Ressourcen alle nach und nach kommen? Ich habe mir das jetzt nicht ganz genau gelesen, aber ich meine, ich hätte da mal wie per Mail oder bei Steam mal was gelesen. Dass das wohl alles nach und nach will, kommt man jetzt praktisch jetzt der Bezahlung jetzt eben nur praktisch jetzt den Zugriff auf diese Updates bekommen. Obwohl ich, wie gesagt, bei diesen offiziellen DLCs da überlege ich auch, sollte man oft mal zweimal überlegen, was sich die holt, weil oft passen die stilistisch auch überhaupt nicht und auch manche Soundtracks passen, die würden in überhaupt kein Rollenspiel-Setting reinpassen. Überhaupt keins. Hat man dann irgendwie so irgendwelche typischen realistischen Soundtracks, die vielleicht eher in einem Film reinpassen, aber nicht in einem Spiel. Vielleicht, es sei denn, man macht vielleicht irgendwie, man will einen atmosphärischen Soundtrack, aber in Rollenspielen passen einfach melodische Soundtracks besser, die einfach im Kopf bleiben, jetzt nicht einfach, man ist in einem Wald und hört jetzt einfach nur irgendwie so Waldgeräusche im Hintergrund, vielleicht einen ganz, ganz leichten, eine ganz, ganz leichte Bassline im Hintergrund. So wie das manche Spiele gerne machen, die so atmosphärisch sein wollen. Aber das eignet sich dann mehr für so Open-World-Spiele, so weiß ich sowas wie Skyrim oder so. Okay, dann testen wir das nochmal. Was? Warum? Okay, das wird doch mal noch ein Frame, wo das dann noch möglich ist, das Menü aufzurufen. Aber komm, ist okay. Ist okay so, würde ich sagen. Achso, und hallo, Manina Jack. Ja, das Beste ist natürlich immer noch, wenn man eigene Grafiken machen kann, mit denen arbeitet oder welche kennt, die einen Grafiken machen. Das ist immer noch der beste Weg, weil dann ist man nämlich nicht eingeschränkt und man kann eben komplett mit dem arbeiten, was einem gerade passt. Na gut, das passt. Sehr schön. An sich habe ich jetzt das Menü zwar deaktiviert, aber es wird ja nach jedem Schritt dann wieder aktiviert, weil ich wollte das jetzt nicht so dumm improvisiert haben, dass das Menü jetzt an jeder Stelle deaktiviert ist. Weil das
Das würde so dumm wirken. Dann bleibt man an einer Stelle stehen, dann kann man es auf einmal nicht aufrufen, obwohl man sich gar nicht bewegt. Das wollte ich jetzt nicht. Man könnte jetzt noch so eine Abfrage machen, da weiß ich jetzt gerade den Skriptbefehl nicht auswendig. Weiß nicht, irgendwie if player is running oder sowas. Also dass man irgendwie abfragt, ob er sich gerade bewegt. Sowas, weil da ist wohl immer ein so ein stiller Frame, sag ich mal, wo es dann wohl ganz kurz als stehend gilt. Und da kann man das dann wohl aufrufen. Aber, na gut, es ist aber nicht so verbuggt wie jetzt zum Beispiel bei den früheren Spielen. Da habe ich auch mal so Sachen gesehen, da ruft man das Menü auf und kann danach auf einmal die Richtung ändern oder man bleibt auf einmal stehen. Das ist hier zum Glück nicht der Fall. Ich kann das Event ja eh mal kurz aufrufen. Ich am Anfang ist es deaktiviert und am Ende wird es wieder aktiviert, aber eigentlich hat das überhaupt keine Bewandtnis so richtig. Aber das ist jetzt so eine Sache, sagen wir jetzt, komm, damit kann man eh nicht rumglitschen. Ist okay. Ich könnte jetzt natürlich alternativ jetzt an allen Eckpunkten sagen, beziehungsweise ich deaktiviere das überall und ich aktiviere das dann erst an so Eckpunkten, wo es praktisch möglich ist, wo man überhaupt stehen könnte. Ja, ich würde sagen, also Sounds ist auch schwer zu machen. Ich glaube, da gehört auch ganz viel Improvisation dazu. Und vielleicht, also ganz ehrlich, es gibt bestimmte Sounds, da frage ich mich auch, wie werden die überhaupt erstellt? Das jetzt vielleicht so Sachen wie, ich sag mal, vielleicht so ein Türgeräusch, was das ist. Das kann man ja machen, da kann man ja kreativ sein. Da kann man, was weiß ich, man kann ein Blatt Papier zerreißen oder und das einfach aufnehmen oder so. Oder, was gibt's da noch? Oder ich sag mal, man will irgendwie so einen Klopf-Sound, dann klopft man immer auf den Tisch und nimmt das auf. Und also in einer guten Qualität, so Sachen zum Beispiel. Oder vielleicht kann man da sogar auch einen Synthesizer hernehmen, sich irgendwelche Soundfonts einfach runterladen und benutzen. Natürlich ein bisschen abgeändert. Ja, stimmt an sich. Wie gesagt, also ich habe das Gefühl immer, weil das Event ist ja so aufgebaut, man geht ja einen Schritt. Ich gucke gerade, warum habe ich das Event eigentlich so kompliziert aufgebaut? Ich kann doch einfach sagen, der Spieler soll einen Schritt vorgehen. Warum habe ich das so umständlich hier gebaut? Wohl unnötig. So. Warte, habe ich mir das umständlich hier aufgebaut? So. Und nicht nach links bewegen, sondern einfach einen Schritt vorwärts. Fertig. Warum habe ich das jetzt so umständlich gemacht? Aber na gut, jetzt das Event sollte noch genauso funktionieren. Aber jetzt nur so, falls jetzt jemand auch mal daran interessiert ist, mal so eine Art Schlitterrätsel zu machen. Mit dem Event kann man das problemlos machen. Deswegen verstehe ich nicht, warum so viele Spiele sowas verhauen. Das ist doch total einfach. Vielleicht kommt man nicht so schnell darauf, dieses Event zu erstellen. Vielleicht kommt man da einfach nicht so schnell drauf. Ich bin ja auch nicht sofort drauf gekommen und habe es erstmal versucht, sich richtig kompliziert zu machen. Haben wir noch den ersten Raum, so diesen typischen. Irgendwie, ich weiß auch nicht, das hat man ja schon bei Explorers of Epic gesehen. Wenn ich einen Dungeon mache, meine ersten Räume sehen irgendwie immer so aus. Es beginnt mit einem Gang, dann ist hier so ein bisschen was, meistens dann links ein Speicherkristall, rechts vielleicht ein Teleport, der dann vielleicht dann irgendwie kurz vor Bossraum führt, falls man den schon freigeschaltet hat, so ein bisschen Zelda-like. Oder ich sag mal, man besiegt den Boss und dann erscheint da ein Teleporter und der bringt einen dann hier irgendwie zum Anfang zurück. Dann ist wieder so eine Teleporter-Grafik. Wie ist bei mir jeder Raum so aufgebaut? Also jeder, so erster Dungeon-Raum. Was könnte man jetzt noch gut in einem Eis-Dungeon reinmachen? Ach genau, ich wollte eigentlich noch eine zweite Splitter-Passage machen. Obwohl, was wir machen könnten, da kann ich mal wieder Pokémon klauen. Das hatte ich ja auch schon in Explorers of Epic drin und es hat tatsächlich auch funktioniert, das Event, was mich ziemlich verwundert hat, dass ich das damals hinbekommen habe. Wir könnten noch sowas machen wie in Höhen, die 8. Arena. Das würde noch gut in einen Eis-Dungeon passen. Also praktisch dieses, man hat dann solche so eine Eisfläche, sobald man die einmal betritt, geht die kaputt. Und man muss am Ende jede Eisfläche einmal, also genau einmal betreten haben, damit man und am Ende dann stehen, damit man weiter kann. Und ansonsten fällt man eben eine Etage tiefer. Oder Eisschieberätsel. Schieberätsel gehen natürlich auch.
dass man jetzt also praktisch dieses Schlendern hier mit Schieberätsel noch verbindet. Hat auch ein bisschen was von Hard Gold, Soul Silver, die siebte Arena. Kann man auch noch gut damit verbinden. Weil ich würde sagen, wir machen erstmal dieses, nennt man das, hässlich Eisflächenrätsel. Eistempel, nennt man das? Weiß nicht. Klon, achte Arena, Klon, Smiley. Eishöhle. Und machen wir mal ein bisschen größer. Beziehungsweise, ich würde eher in die Höhe gehen, weil ich, das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu unübersichtlich, wenn man jetzt auch noch nach links und rechts jetzt die Map noch scrollen hat. Würde ich jetzt bei sowas jetzt nicht machen. Also ich denke, bei sowas ist es auch ein bisschen unfair, wenn man jetzt nicht das ganze Rätsel überblicken kann. Jetzt in einem Screen. Wo ist das? Da ist es. Okay, da war jetzt nur ein Feld. Das heißt, dann kann ich noch hier... Das heißt, die Mitte? Ganz wichtig ist es. Es muss immer die Mitte sein. Immer die Mitte. Immer symmetrisch. Symmetrisch sein. Jetzt hier ist das... Obwohl es auch ein bisschen fragwürdig ist, warum das hier so eckig ist. Das könnte ich auch noch korrigieren. Ich glaube, das mache ich sogar noch. Das sieht ein bisschen scheiße aus. Stimmt, das fällt mir gerade ein, das habe ich, glaube ich, sowieso vorgehabt. Nur ich habe es jetzt irgendwie so aus Testzwecken doch so gelassen. Nee, das bisschen Perfektionismus muss sein. Weil das sieht sonst mega hässlich aus. Wie gerade im Moment fast nur irgendwelche Final Boss Tracks spielen. Na gut, habe ich irgendwie auch ziemlich viele drin von. So. Gut, sieht schon anders aus. Mache ich jetzt noch, da könnte ich jetzt auch noch ein bisschen rumtricksen. Ich könnte jetzt sagen, jetzt ohne das Rätsel jetzt irgendwie zu beeinflussen. Das war das Teil, ne? Ach ne, Moment, ich habe hier das andere genommen. Das hier. So. Und zwar, ich sag jetzt mal, und ich kann es nicht oft genug sagen, ich liebe diese, jetzt auch wenn wir gerade die DLC so ein bisschen kritisiert haben, ich liebe aber dieses Eis-Dungeon-DLC. Ich glaube, das war auch der Hauptgrund, warum ich den Dungeon überhaupt machen wollte, weil ich einfach diese Grafiken gerne nutzen wollte, wenn ich die schon habe. So, perfekt. Dann sieht es jetzt schon anders aus und wir haben jetzt nicht das Rätsel beeinflusst. Dasselbe können wir jetzt auch da noch machen. Dann einfach schon besser aus. So. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen im Chat gucken. Stimmt, in der Matrix hatte ich das schon gehabt an sich. Stimmt, ich weiß, was du meinst. Nur das hier. Nur jetzt, das Rätsel ist ein bisschen anders, weil man ja die Flächen ja zweimal betreten kann. Was wollte ich das denn noch? Also, das ist an sich, stimmt das jetzt wirklich das so ähnlich? Nur, dass man jetzt eben die Fläche wirklich nur einmal betreten kann. Jetzt hier kann man das ja noch immer korrigieren, wenn man Bock hat. Ja, die YouTube-Emotes sind echt... Ne. Ich hoffe, da kommen irgendwann mal noch neue rein. Oder cool wäre, wenn ich das wie auf Twitch machen könnte, dass man vielleicht so ein paar Emotes sich selbst erstellen könnte. Das wäre geil. Das wäre richtig cool. Da würde ich sogar auch ein bisschen was bezahlen für, wenn es nicht zu viel wäre. Würde ich erstmal einen Kappa reinmachen und wahrscheinlich, weiß ich, was wird noch gut passen.
Vielleicht noch Klaus oder so. Stimmt, das war... Genau, das, genau, die färben sich dann blau, genau. Und wenn alle Plattformen wenn die alle umgedreht waren... Ich kann es ja einfach mal zeigen. Ich kann mich jetzt selbst auch nicht mehr hundertprozentig daran erinnern. Aber das war, glaube ich, wenn dann alle eingefärbt sind, dann ist es ja grün. Test, dieser epische Name. So. Genau. Zwar, wir hatten das ja so gehabt. Und was ich jetzt gerne ein bisschen anders machen würde, jetzt in dem Eisrätsel. Und zwar, wenn man jetzt nach rechts geht, dass man dann praktisch verloren hat. Dann wird sofort resettet und so. Und jetzt hier kann man das einfach korrigieren. Und das finde ich jetzt nicht so geil. Ich denke, jetzt hier kann man das machen. Genau, und dann wird es ja grün. Dann ist es praktisch gefixt. Das Rätsel ist fertig, weil man muss jetzt ja nicht nochmal lösen. Wäre sonst irgendwie ein bisschen dumm. Dann geht die Tür halt auf. Ich habe jetzt gerade den Sound im RPG Maker nur ausgeschaltet, weil ich fände den jetzt ein bisschen störend. Ich mag aber immer noch diese Animation, wenn die Türen auf und zu gehen. Das hat echt was. Na gut. So. Hallo, Psaro. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt streame, ich sollte wirklich immer eine Viertelstunde, so wie heute, eine Viertelstunde früher anfangen oder vielleicht sogar noch eine halbe Stunde. Dass ich zumindest den Stream schon mal starte, reicht ja, wenn ich da einfach nur Musik einblende. Einfach, damit das schon mal in der Abo-Box überall verteilt wird. Oh Gott, die Glasboden-Matrix. Okay, na gut, 8. Arena-Klon aus Höhen. Ja, stimmt, an sich ist das Eisrätsel genauso, das stimmt. Es ist eben jetzt nur ein bisschen dadurch schwieriger, dass man jetzt keinen Fehler machen soll, weil man sich das da eben noch korrigieren kann, wenn man Lust hat. Na gut, aber vielleicht kann man das ja noch dann interessanter machen. Ey, wir machen Folgendes, dann mache ich dieses Eisbodenrätsel, aber ich kombiniere das dann mit Schlittern. Also das sind so ein paar Eisflächen, die man dann schlittern muss. Ja, das hätte was. Das machen wir. Welchen Boden habe ich da nochmal genommen? Pokken? Weiß ich noch nicht. Weil ich habe mir jetzt in letzter Zeit so viel geholt. Jetzt habe ich mir erstmal Pokémon Super Mystery Dungeon geholt. Jetzt noch Zelda Twilight Princess HD. Dann noch ein paar Indie-Games. Wenn ich es mir hole, dann nicht sofort und ich warte noch ein bisschen, bis das raus ist und man sich ein bisschen Eindruck davon machen kann. Ich weiß immer noch nicht so genau, ob das Gameplay mir zusagt, weil an sich bin ich auch nicht so der Fighting-Game-Spieler. Smash ist an sich eigentlich so die einzige Ausnahme, weil das ja doch schon ein bisschen umfangreicher gemacht ist und so. Ich weiß aber nicht, ob mir jetzt eben die anderen jetzt auch noch so gefallen. Weil zum Beispiel Sachen, die ich sag mal jetzt mal Street Fighter, haben mich jetzt auch nie so richtig angesprochen. Und ich glaube, das orientiert sich auch mehr in diese Richtung. So, machen wir jetzt wieder diesen hässlichen, eckigen Raum hier. Würde ich sagen, so zum Einstieg, damit der Spieler auch sieht, was überhaupt erwartet wird, soll dann erstmal... vielleicht so ein kleinerer Bereich erstmal sein. Ich habe übrigens auch was Interessantes mal gesehen, letztens auch allgemein mal gelesen und auch mal so ein bisschen mitbekommen. So Sachen Tutorials, wenn man jetzt mal ein neues Rätsel zeigt und das Gameplay erklären will. So allgemein so Game Design Zeug. Was ich auf jeden Fall da begriffen habe und was ich jetzt auch absolut unterstreiche, wenn man irgendeine neue Art von Gameplay hat, versucht es mit so wenig Textboxen wie möglich zu erklären. Selbst wenn es ein komplexes Kampfsystem ist, dann versucht es irgendwie durch, weiß nicht, praktisch es irgendwie selbst erklären zu machen. Also es gibt da Möglichkeiten, es ist nicht leicht, das immer darzustellen, aber es ist eben möglich.
Und ich glaube, das wäre so eine Sache, weil ich plane schon, ein anderes Kampfsystem zu machen, aber wie gesagt, jetzt das Spiel lasse ich vorab zu machen. Mit dem, jetzt nicht mit dem eigentlichen Titel, es ist wirklich mittlerweile nur noch so eine Art Projektname. Ich nenne es mal, ja, praktisch Projektname, The Core of Darkness. Es wird auf jeden Fall noch einen anderen Namen haben, bis ich einen besseren Namen gefunden habe. Das wird eh mittlerweile ein völlig anderes Kampfsystem bekommen. Es wird so ein bisschen actionbasierter sein, mit ein paar Rollenspielelementen und so. Und da würde ich echt versuchen, auch wenn das Kampfsystem vielleicht ein bisschen umfangreicher sein soll, beziehungsweise ich versuche es irgendwie möglichst gut darzustellen, je nachdem welche Mittel man hat, auf jeden Fall es irgendwie zu machen, dass man wirklich kaum Messageboxen hat. Das ist auch eine Sache, die ich zum Beispiel auch bei Kingdom Hearts 2 sehr kritisiere. So gut das Spiel auch ist, das ist auch nach wie vor immer noch mein Lieblingsspiel, aber oh, ist das, sind die Tutorials da lang gestreckt und lange Messageboxen überall. Am schlimmsten hat das immer noch, 358 Days Over 2 gemacht. Oh boy. Auch im Let's Play habe ich mich da so ein bisschen durchgequält auch. Und ich habe ja auch gesagt, ich erinnere mich jetzt nicht mehr dran, aber ich glaube, ich habe da auch gesagt, ey komm, ich überspringe das jetzt alles hier, ich erkläre es lieber selbst, das geht schneller, habe ich auch irgendwann mal gesagt. Okay, auf jeden Fall, wenn man jetzt drauf tritt. Muss jetzt ein Switch angemacht werden. Eigenschalter an. Oh, ich hoffe, wir haben da eine Grafik für. Irgendwie so eine Grafik für so ein Loch. Wenn nicht, müsste ich mir da irgendwie eine machen. Hier ist sowas. Das sieht doch ein bisschen scheiße aus. Das wäre perfekt, die Grafik, wenn jetzt nicht diese Wurzeln wären. Wie so eine Grafik, die wie so eine Grube so ein bisschen aussieht. Glasboden. Sonst muss ich einfach wieder eine Grafik ein bisschen editieren. Und zwar sehe ich bei den Autoteils, da ist nämlich eins bei, nur dummerweise, warum auch immer, kann man die Autoteils nicht als Eventgrafik nutzen, was ein bisschen scheiße ist. Oh, das kann man auch noch gut nutzen für Wasserfälle und so. Stimmt. Ist hier echt nichts bei? Nee, auch nicht wirklich. Nee, das ist eine Kugel. Nicht wirklich. Nichts, was so ein Loch ähnelt. Okay, da muss ich mir kurz das Autoteil raussuchen. Achso, was? Änderungen an den Band verwerfen? Nee, ich kann das ruhig noch. Was? Nein! Selbstschalter an, so. Dann muss ich mal ganz kurz mir die Grafik raussuchen. Ich mache kurz den Monitor weg. So. Ich habe mir jetzt nämlich auch mal so ein paar Hotkeys belegt, weil das Schöne ist jetzt auch an OBS Studio, da geht das jetzt endlich mal. Man kann sich jetzt endlich eigene Hotkeys belegen. Weil ich finde es immer ein bisschen blöd, wenn ich dann jetzt da irgendwelche Dateien raussuche. Muss ja nicht jeder den Dateipfad sehen und nachher sieht man auf einmal meinen vollen Namen, weil warum auch immer wieder ja immer irgendwie im Computer eingespeichert und dann ist da irgendein Hauptordner, da steht auf einmal der Name. Das muss nicht sein. Habe ich das nicht? Ach doch, ich habe das ja sogar unter Bibliothek hatte ich das doch. Okay, wo hatte ich das? Ich guck gerade mal so in meinen Ordner mit meinen ganzen RPG Maker MV-Projekten. Ich glaube, ich verschweige mal lieber, dass ich hier die letzte Schlacht der Elfen Reborn drin habe und PMD Explorers of Epic Remastered. Zwei Spiele, die ich anfangen wollte, aber schnell verworfen habe. Aus gutem Grund. Tilesets da. War das das? Ah, sehr schön, ich hab's.
So, und zwar... Gut, wir haben jetzt nämlich dann das hier. Ach nee, ich bin der 48 mal 48. So. Jetzt habe ich mir gedacht, diese Grafik hier, die ist auch perfekt, um so ein Loch darzustellen. So. So, perfekt. Und Arbeitsfläche. Mal 3. 48 mal 3. 144. 48 mal 4. So. Wir können jetzt hier noch mehr Zeug reinklatschen. Obwohl das doch so ein bisschen klein aussieht irgendwie. Obwohl, oder haben wir vielleicht noch so eine Grafik, wo das so ein bisschen zerbrochen aussieht. Ich glaube, da gab es auch noch sowas. Ach doch, da, perfekt. Nehme ich das dann auch noch rein. Klatsche ich dann da drunter. Beziehungsweise mache ich das nach oben. So. Speichern. Jetzt bin ich immer bei meinen ganzen Let's Play Ordnern, weil ich letztens noch Thumbnails gemacht habe. So. Image. Characters. Ganz wichtig, bei sowas immer Dollarzeichen vorher machen, sonst gibt es Probleme. Und ein Ausrufezeichen. Weil sonst wird das manchmal falsch angezeigt. Sorry, dass ich gerade den Chat so ein bisschen wenig lese, aber ich bin gerade echt so ein bisschen auf das Zeug gerade konzentriert. Hol ich gleich nach. Wie nenne ich das? Weiß nicht. Eisböden. So. Man sollte die jetzt nämlich schon drin haben. Ich glaube, der erkennt das sofort, oder? Dürfte der eigentlich sofort erkennen. Eisböden, perfekt. Dürfte das nämlich dann so aussehen, wo das vielleicht ein bisschen komisch aussieht, weil das eben so eckig jetzt ist. Na gut, vielleicht passt das ja. Das Live-Tutorial jetzt eher weniger. Also, wenn ich jetzt mal was mache, dann erkläre ich dann schon direkt, was ich jetzt gerade tue, weil ich denke, das hilft auch Leuten. Aber an sich ist das jetzt mehr nur so aus Spaß, jetzt einfach um so ein bisschen, sich so ein bisschen anzugewöhnen an neue Rätsel und sowas. Mal testen, ob das denn, wie das jetzt überhaupt aussieht. Einfach weiter mal, weil ich jetzt dann die Maker-Streams auch mal ganz gerne so als zum Labern einfach nutze. Achso, ach. Der Klaus muss dahin. An sich arbeite ich, ja... Ist okay, ich würde die Grafik noch ein bisschen abgerundeter machen, aber... Ja, komm. Die mache ich mir kurz ein bisschen abgerundeter. Abgerundeter, Gott. So, da war doch noch eine bei. Ich hoffe es. Dann nehme ich lieber die Grafik. Das sieht dann besser aus. Einen Moment. So. So. Perfekt. Nee, ich hab keinen Bock dran, wie da jetzt irgendwelchen Namen sieht, obwohl ich gerade gucken muss. An sich ist eigentlich. An sich sind meine Dateipfade ziemlich safe. Man sieht eigentlich nichts. Boah, sollte jetzt nämlich besser aussehen. Ach genau, was mir noch einfällt, für die das vielleicht noch nicht wussten. Es ist ein Update gekommen und wir haben jetzt endlich einen Ressourcenmanager. Endlich. Voll gut. So, wenn man das halt geiler findet, hat man jetzt endlich auch wieder drin. Warte mal, was ist? Achso, ich dachte schon gerade.
Ja, das passt schon mehr. Jetzt sieht es echt aus wie in der 8. Arena in Höhen. Und hallo Opa Zeon. So, ich glaube, ich habe jetzt irgendwie im Chat gerade einiges verpasst. Genau, ein Soundeffekt, der kommt gleich auch noch dazu. Stimmt, da hast du recht, Fafa. Mit dem Wasser hast du wirklich recht. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Stimmt, du hast vollkommen recht. Weil das ist ja hier ein in sich geschlossener Tempel und hier ist ja außenrum ja nur Wasser. Na gut, dass er jetzt so klein aussieht, das ist ja, ja, das ist leider halt so. Das ist ja immer so bei RPGs, wenn man ein Gebäude sieht, von außen immer kleiner aus, als es letztendlich ist. Und auf jeden Fall stimmt das mit dem Wasser, ist eigentlich wirklich ein bisschen komisch. Es sei denn, in dem Tempel drin ist auch nochmal ganz viel Wasser drumherum, aber das wäre irgendwie komisch. Stimmt. Ich glaube, dann ersetze ich das tatsächlich durch richtiges Eis. Sieht zwar komisch aus, aber das wäre jetzt realistischer. Stimmt. Ich könnte dann auch gleich so ein paar Glitzereffekte noch drauf machen, dann sieht das nochmal besser aus. Hä? Wo? Achso. Oder man lässt den Tempel irgendwie draußen stattfinden oder so. Aber ich wollte so gerne diese Grafik nutzen, weil die so gut aussieht. Wie sowas. Oder vielleicht, dass der Dungeon noch so ein bisschen unterirdisch geht und da würde dann Wasser wieder sinnvoller sein. Dass dann vielleicht dann so ein bisschen höhlenmäßig noch wird. Man kann die Spiele jetzt auch wieder besser kompilieren. Das ist ja nice. Da stimmt, wenn ich sowas überhaupt dann zum Download anbiete, dann werden auch alle Grafiken, die nicht genutzt wurden, auch einfach rausgeschmissen. Aber auf jeden Fall machen wir das Event jetzt erstmal weiter. Man macht jetzt noch einen Effekt rein. Dass das aktuelle Lied eingeblendet wird. Ich mache das immer so. Und zwar, ich benutze als Soundplayer nutze ich gerade Fubar. Und für Fubar gibt es so eine Art Plugin. Oder ich weiß nicht, ob das schon eingebaut ist. Aber ich meine, ich habe ein Plugin dafür runtergeladen. Das, wodurch dann in der Textdatei der aktuelle Titel gespeichert wird mit Komponist und praktisch dieser Musiknote davor. Und jetzt meine Streaming-Software, die greift dann praktisch auf diese Textdatei zu und dann wird das einfach als Text dann hier abgebildet. So, SE abspielen. Nee, das nicht wirklich. Earth? Nee, nicht wirklich. Vielleicht. Geht schon so ziemlich in die Richtung, so als ob dann so was brechen würde. Aber nicht wirklich. Wie so ein Knacken oder sowas.
höher vielleicht. Das schon eher. Aber ein bisschen... weiß nicht. Auch nicht wirklich, kein Geräusch. Ach ja, die gestörte Lache. Gott. Okay, das schon eher. Na ja, wohl, nicht wirklich. Nee. Gibt es echt nicht so ein normales Geräusch, das wie so ein Knacken einfach nur ist? Was? Ach ja, Sonic. Oh Gott. Ich bin gleich interessiert, das ist ja schon hochgepitcht. Wenn ich das jetzt runterpitcht, kommt das... Okay. Egal, lassen wir es. Gott. Nehme ich dann dieses komische Erzgeräusch? Ey, das zerstört echt die Ernsthaftigkeit. Ja, ich würde sagen, das passt. Müsste jetzt noch eine Variable erhöht werden. Aber wie gesagt, wir werden das dann noch ein bisschen, noch gleich kombinieren noch mit dem anderen Rätsel. Ich jetzt nur so zum Einstieg, um dem Spieler überhaupt zu zeigen, was er machen soll. Der wird es dann von selbst herausfinden, weil, wie gesagt, man, das habe ich auch noch in Explorers of Epic gemacht. Da habe ich wieder gedacht, so, der Spieler könnte das Rätsel ja vielleicht gar nicht verstehen. Weil, wie gesagt, ich hatte so ziemlich dasselbe Rätsel da drin gehabt. Aber na gut, ich will mir jetzt auch keine Vorwürfe machen. Ich war da ziemlich jung und ich würde mal noch behaupten, das ist, auch wenn ich das Spiel wirklich schlecht fand und es in einigen Belangen auch ist, kann ich immer noch behaupten, es war besser als gewisse andere Spiele von erfahreneren Leuten in dem Bereich. Auf jeden Fall Variable. G-Sound, Airhorn, Wait, oh Gott. Ja, auf jeden Fall Eis. Rätsel. Plus 1. Ich war jung und brauchte das Geld. Ich war glaube ich, 15, also so bei dem Zeitraum, als ich 15 und 16 war, glaube ich. Wo man echt noch keine Ahnung von Game Design hatte und ja. Ich muss auch im Nachhinein sagen, ich glaube, ich war auch wirklich ein bisschen sehr streng, auch zu mir, als ich da dieses, als ich diese Videoreihe dazu gemacht habe. Ich glaube, ich hatte doch echt einen schlechten Tag gehabt oder schlechte Tage, als ich das aufgenommen habe. Beziehungsweise, ich nenne das die Variable nicht einfach nur Eisrätsel, sondern Eisrätsel 1. So, weil wir werden ja noch mehr Variablen brauchen. Angeschloss ist da wirklich ein gutes Beispiel. Und jetzt kann man nämlich sagen, wenn man jetzt Spielerberührung, wenn man jetzt nochmal drauf tritt, dann soll der Self-Switch B ausgeführt werden. Und jetzt brauche ich mir so ein Fall-Geräusch. Beziehungsweise. Obwohl, mache ich das am besten? Ne, jetzt kommt nochmal das Geräusch. So. Achso, und hallo Mark Iceblade. Und dann. Genau, da hatte ich ja noch die Grafik gehabt. Genau, jetzt wollte ich nämlich dann gerne die Grafik nutzen.
Auch wenn das Loch ein bisschen klein ist, aber ich denke mal, man weiß, was gemeint ist damit. Das würde ich jetzt auf Autorun sogar machen. Und zwar, dass der Spieler dann praktisch da durchfällt. Dann kommt jetzt so ein Fallgeräusch und dann fadet es einfach aus. Das ist praktisch wirklich so ein kleiner Klon von dem, was ich in Explorers of Epic gemacht habe. SE. Und da kann ich jetzt einfach Fall nehmen, weil der passt eigentlich perfekt, der Sound. Fall. Ja, der passt eigentlich gut dazu. Habe ich auch damals benutzt. Ja, auf jeden Fall, was ich jetzt eigentlich meinte, auch so in Sachen Gameplay erklären. Der Spieler sieht ja von selbst, der geht über die Eisplatten und er sieht dann ja von selbst, oh, da falle ich da durch, wenn ich das zweite Mal darüber gehe. Das merkt er sich dann ja und beim zweiten Mal macht er das dann nicht mehr. Und dann spätestens beim zweiten Mal versteht der Spieler dann von selbst das Rätsel und das ohne, dass man jetzt da irgendwelche Texte jetzt einblenden muss oder so. Jetzt selbst Pokémon hat das ja auch nie gemacht, obwohl das ja auch mal bekannt ist, dass es auch so in Sachen Rollenspielen auch mal ziemlich einsteigerfreundlich war. Selbst da wird ja bis auf die Sache mit dem Fangen am Anfang ja auch völlig auf ein Tutorial verzichtet, weil das einfach total selbsterklärend ist. Auf jeden Fall, dann mache ich jetzt noch so eine Untermap. Neu. Ich nenne die jetzt einfach mal, weiß nicht, Untergeschoss. Dann würde ich sagen, genau, dann können wir ruhig machen, dann am Ende der Map geht dann so eine Treppe etwas runter. Und dann kann man vielleicht dann so ein bisschen unterirdisch dann weitermachen. Dann könnte man vielleicht ein bisschen dunkler machen, dann kann man auch wieder Wasser nutzen, weil das ist ja eine Eisschicht und unter der Eisschicht muss dann ja auch Wasser sein. Und da kann man auch wieder mit Wasser irgendwie hantieren. Da machen wir so irgendwelche Rätsel rein, indem man den Wasserstand erhöhen muss und so. Einfach, weil ich euch gerne quäle. Was habe ich eigentlich für eine Musik? Ice Labyrinth. Was war das denn überhaupt für eine Musik? Ach, einen Moment. So. Stimmt, die waren DLC dabei. Die passt aber gut. Ja, okay, das ist gut. Das passt. So. Genau, man müsste doch irgendwie so reinbauen, irgendwie sowas, dass, genau, dass wenn man da zu oft runterfällt, dann kommt der Erklärschubi. Ja, okay, stimmt, sagt Guido, der erklärt das mal. Aber der erklärt es ja auch immer nur ein ganz kleines bisschen. Der sagt ja meistens auch immer nur, welcher Typ ankommt. Aber das meiste muss der Spieler dann ja auch selbst herausfinden. Also ich finde, da ist es wirklich doch gut gehalten immer. Aber wie gesagt, nicht sowas wie, und wie gesagt, ich finde es schade, dass ich da Kingdom Hearts als Negativbeispiel nehmen muss, aber ich muss sagen, Kingdom Hearts ist eins der Spiele, die macht das wirklich am schlechtesten mit den Tutorials. Okay, das Kampfsystem ist sehr komplex, muss man dazu sagen, weil es sind einfach so viele Methoden, sag ich mal, wie man kämpfen kann. Man kann normal angreifen, man kann Magie benutzen, man kann Limit-Attacken benutzen, man kann Beschwörungen machen, was gibt's noch alles, man kann Items nutzen. Gibt es noch andere Formen, die man nutzen kann. Also das, ich weiß, das ist wirklich viel, aber wie gesagt, man hätte das auch nie besser erklären können. Oder ohne diese ganzen Textboxen. Also wie gesagt, das ist 358 Days oder Over 2 eines der schlechtesten Beispiele, die ich je gesehen habe, leider. Obwohl ich das Spiel an sich mag. Aber das war wirklich eine Sache, wow. Haben wir jetzt einfach hier so einen ganz normalen eckigen Raum. Oder irgendwie so ganz normalen random Raum, den man einfach reinfällt. Man könnte jetzt noch eine Abfrage machen, wo in der jetzt die Position des Spielers gespeichert wird und entsprechend fällt er auch an die Stelle hin. Das können wir nachträglich noch machen, aber ich will jetzt erstmal, dass das Event normal funktioniert. Deswegen jetzt erstmal nur so provisorisch.
Ja, er weiß immer, wo ich bin, dann darf ich mit dem Fahrrad fahren. Gott, das war ich. Jetzt hier kann jetzt dann ruhig Wasser sein, weil hier nämlich ja... Also es ist ja so ein bisschen im Unterirdischen, wo dann das Wasser vielleicht dann nicht mehr gefroren ist, wo das dann nur noch gekühlt ist praktisch. Sieht jetzt ein bisschen hässlich aus, aber soll es auch erst nur ein bisschen so zu Testzwecken sein. Was ich auch oft mache, würde ich auch empfehlen, wenn man jetzt gerade dabei ist, jetzt irgendein Rätsel zu basteln, kümmert euch nicht sofort um das Grafikdesign. Es hat höhere Priorität, erstmal das Rätsel zum Laufen zu bringen. Und danach kann man das dann noch ausschönern und so. Dann wird man einfach wegteleportiert. So. Dann einfach jetzt mal dahin. Und wichtig ist, dann muss die Variable aber wieder... Da müssen die Self-Switches deaktiviert werden. Oh, es fällt nur gerade eine Sache ein. Und zwar, jetzt müsste ja für jedes Event ja der Self-Switch deaktiviert werden. Das hatte ich damals auch ein bisschen komisch gelöst, weil ich noch in Explorers auf Epic, ich weiß, habe ich auch viel zu lange dran gesessen. Beim VXA ist das kein Problem. Da gibt es einen Skriptbefehl, da kann man einfach jedes Event in der Map soll der Self-Switch B ausgemacht werden. Macht man einfach in der Schleife und fertig. Genau, das ist auch, wenn man Spiele entwickelt, ist völlig unabhängig vom Alter halt. Man muss sich eben nur ein paar Gedanken sollte man sich halt machen. Und man sollte ruhig auch ein bisschen reflektieren, ob das auch Spaß macht oder nicht. Das ist eigentlich eh der wichtigste Aspekt. Dass man immer ein bisschen reflektiert, ey, macht das überhaupt Spaß, was ich jetzt da gerade gemacht habe? Und wenn nicht, dann sollte man das resetten und nicht einfach direkt sagen, ey, ist doch voll gut, was ich gemacht habe. Wir haben doch alle nur zu hohe Ansprüche oder so. Doch gesehen, allgemein war da auch letztens ein Maker-Forum dazu auch eine richtig große Diskussion. Ich habe ja erstmal überlegt, was dazu zu sagen, aber mittlerweile denke ich auch, ich habe damit nichts zu tun. Wo ich das auch immer schade finde, ich frage mich immer, warum sich die Leute da, also jetzt nicht alle, aber warum viele sich da immer so einschränken und immer so tun, immer als ob die sich jetzt niemals mit anderen Entwicklern messen könnten, dass ihre Spiele ja immer etwas schlechter sein würden als andere, sowas. Verstehe ich nicht, weil der Maker, der hat Möglichkeiten, man muss sie nur richtig nutzen. Was wollte ich jetzt überhaupt machen? Ach genau, ich wollte den Self-Switch hier ausmachen. Das war B, aus und auch A. Weil ich könnte jetzt auch für jedes Event jetzt hier einen eigenen Switch machen, aber es gibt ja auch bessere Möglichkeiten. Und die Variable muss auf 0 gesetzt werden. Damit das Rätsel, so macht man die Map dann wieder erneut betritt, dann praktisch auch gesettet ist. Jetzt muss ich gerade nur überlegen, sobald ich jetzt dann ja auf einen Eisrätsel trete, dann ist ja bei allen anderen Events ja immer noch dieser Self-Switch A aktiviert. Könnte jetzt aber, ich glaube, das mache ich mal kurz. Ich gucke jetzt mal ganz kurz im Internet, wie der Skriptbefehl dafür heißt, wie man dann auf andere Events zugreifen kann. Ich habe hier nämlich eine ganz schöne Übersicht. Die habe ich vielleicht mal unter Favoriten gemacht. Die kam nämlich, ich glaube, das kam aus, genau, aus RPG Maker Web ist die nämlich. Eine Original-URL. Und zwar ist nämlich eine Übersicht, ich glaube, die wird auch immer wieder aktualisiert mit allen Skriptbefehlen, die man, also allen Call-Skriptbefehlen, die man nutzen kann. Und zwar werden jetzt nämlich Change HP, suche ich nämlich dann einfach nach den Switch-Befehlen. Hier Self-Switch, perfekt. Hotkey, achso. Natürlich. Kopieren. Ach ja, oh, wieder Semikolons. Wisst ihr, was ich richtig beim Skripten hasse? Es gibt zwei Fehler, die mache ich einfach ständig. Entweder Semikolon vergessen
oder bei einer Case-Anweisung das Break vergessen. Jedes Mal passiert mir das. Auch hier also Semikolon jetzt eher selten. Und selbst wenn es passiert, dann weist der Compiler eben darauf hin, aber trotzdem ist das blöd. So. Okay, false, und er wollte jetzt ja noch einen Key haben, ne? Okay, Key ist Map-ID, Event-ID und dann ABCD, okay. Ich hoffe, das funktioniert, dass ich das jetzt, ich kenne mich im JavaScript jetzt nicht so perfekt aus. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das funktioniert. Wir brauchen also die Map-ID. Die Map-ID ist 10, okay. Das ist an sich, glaube ich, das erste Mal, nee, das zweite Mal, dass ich jetzt hier überhaupt mal mit Skriptbefehlen arbeite. 10. Und jetzt müssen wir praktisch für jede Event-ID, die wir jetzt hier haben, würde ich sagen, ich mache jetzt die mal weg. Wichtig ist, ich darf jetzt dazwischen, oder ich sollte dazwischen keine anderen Events jetzt erstellen, sonst würde das ein bisschen umständlich werden. Obwohl ich sagen würde, ich glaube, da mache ich das Event noch erstmal ganz fertig, bevor ich jetzt am Ende gucke, wie viel ich jetzt da machen muss. Ich kann nur schon mal sagen, ich werde eine Schleife brauchen. Ich denke mal, Vorschleifen funktionieren ja auch ganz normal wie sonst immer. Ich gehe mal wirklich von aus. Mein Int i gleich. Das ist das erste Event, ne? Ne, Event. Okay, perfekt. Ich denke mal. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei euch mit Programmierkenntnissen steht. Auf jeden Fall, ich versuche jetzt gerade das schleifenmäßig zu machen. So, wir brauchen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4. Also 36 Events werden das am Ende sein. Und es soll ja für jedes Event einmal ausgeführt werden. Ich hoffe, ich kann es jetzt wirklich einfach so machen, weil das ist eigentlich hier C++ bzw. C-Schreibstil, was ich hier mache. Aber ich meine, mich noch ganz schwach daran erinnern zu können aus der Schule, dass, glaube ich, JavaScript genauso funktioniert. Und ich glaube, war das hier mit den Dingern? So. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht diese geschweiften Klammern machen. Ich kann die einfach hier weglassen. Das brauche ich dann auch nicht. So. Ich wollte eigentlich auch schon länger mal anfangen, mich mal so ein bisschen in JavaScript auch mal reinzulesen, einfach um auch mal wieder ordentliche Maker-Skripts machen zu können. Ich habe zwar schon viele Skripts angefangen, schon VXLs, aber ich habe nie so richtig eins beendet. So, mein größtes war bisher mal so ein Schmiedeskript, aber ich glaube, das habe ich auch mittlerweile gar nicht mehr. Ist auch fast fertig. Es hat auch schon gut funktioniert. Ich bin nur gespannt, ob das jetzt funktioniert, was ich hier vorhabe. Und dann, wenn... Also, ich habe ja gesagt, die Variable muss ja 36 sein. Wenn die dann größer gleich 36 ist, dann... Da machen wir jetzt einfach hier noch so Stacheln hin oder so. Einfach die normale Stachelgrafik. Keine Kristalle, wie ich das damals gemacht habe, weil kann man machen, aber irgendwie ist das komisch. Perfekt, die Stacheln. Hä? Ach so. Die verschwinden dann einfach. Und oh, ich sehe gerade, wir machen gleich mal am besten eine kurze Pause. Weil allgemein mache ich ja immer jede Stunde. Aber das will ich noch zumindest fertig bekommen. Dann sollen die Stacheln einfach verschwinden. Wichtig ist, die sollen dann auch verschwunden bleiben, weil das ist einfach, ne, das ist einfach dumm, dann, wenn man die Map nochmal erneut betritt, dass man dann, das komplette Rätsel nochmal machen muss. Dass man dann einfach dann geradeaus durchlaufen kann. Also, wenn man Variablen, ich sag mal so, ich habe am Anfang auch Variablen gemieden, weil ich, bevor ich so überhaupt mit Programmieren anfing, sowas, bevor ich das überhaupt anfing, angefangen habe, gelernt bekommen, so haben, tut und tun, habe ich mich auch mal richtig davon ferngehalten. Aber dann habe ich die einmal begriffen und ich sag mal so, dann hat man Variablen erstmal richtig lieben gelernt, weil die sind dann schon ziemlich episch.
Ich mache nur gerade einen Fehler, sehe ich. Ich habe doch gerade noch gesagt, dass ich auch erstmal die anderen Grafiken hier machen muss. Also ist das Event auch schon fertig, glaube ich. Weil, wie gesagt, sonst kommt es mit der Event-ID so ein bisschen durcheinander. Moment, ich mach's lieber. Ich mach's lieber jetzt komplett nach System. So, kopieren, löschen. Von oben links nach unten rechts. So, weil, wie gesagt, man, bei solchen Sachen, wenn man dann noch skriptet und sowas, ist eine gewisse Ordnung schon ganz gut. Ich guck halt, ist das Rätsel überhaupt machbar? Weil, Moment mal. Okay, gut, ist machbar. Perfekt. Ja, die stacheln genug, nachdem man jedes Feld berührt hat. Keine Ahnung, weil dann irgendwie weniger Gewicht existiert. Keine Ahnung. Ah, okay, Basic. Na gut, das ist auch noch an mir vorbeigezogen. Aber ich glaube, Basic muss man eben, wenn nur. Ich glaube, das müsste man heutzutage auch gar nicht mehr. Also, wie ich das gehört habe, eh, glaube ich, mehr als Einstiegssprache. Oder man hat es eben früher hauptsächlich benutzt. Also, ich muss sagen, bisher gefällt mir C++ deutlich am meisten. Es sind zwar einige Sachen ein bisschen umständlich und man setzt mal viel Einarbeitungszeit erstmal, aber. Aber wie gesagt, wenn man C++ dann. Wenn man es dann beherrscht, das ist schon ziemlich episch. Erstmal testen, ob das überhaupt alles funktioniert. So. What? Syntax-Error, was? Nein. Wow. Okay, das ist also nicht nötig. Das ist also nicht möglich, wahrscheinlich. Muss ich dann doch noch die Klammern hier drum setzen. Oh, das ist blöd. Yay. Okay, dann machen wir Folgendes. So richtig professionell. JavaScript vor. Obwohl, ich kann eigentlich nie. So, guck, wir sind so richtig hier jetzt im Forum, in dem Guide jetzt an, wie funktionieren die Dinger hier überhaupt. Vielleicht, weil ich einen Tetra vorher gemacht habe. Ach, braucht man das vielleicht gar nicht? Ist ja voll geil, man muss das nicht. Und zwar, ich habe doch, glaube ich, genau hier. Ich glaube, dieses Int, das muss da gar nicht rein. Braucht man das echt nicht bei JavaScript? Oh, tatsächlich. Ich muss sie gar nicht definieren. Nice. Okay, kein Problem. Dann mache ich das jetzt nochmal wie gerade. Ich kopiere das jetzt alles. Alles mit damit. Das Schlimme war, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Früher hatte ich nicht gewusst, dass man einfach mit Copy-Paste das alles hier machen kann. Da habe ich früher wirklich für jedes Feld, wenn ich solche Events mache, habe ich den hier gemacht. So. Döp, 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 döp. Das ist mir so schon lieber. Einfach hier Pfeiltasten spammen und. Alter, ich wollte da nicht drauf und einfach einfügen spammen. Ey, das laggt aber manchmal so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ich muss mal gucken, nehmt Twitch eigentlich immer noch auf? Oder ist meine Festplatte schon völlig überwuchert? Obwohl, ne, ich habe noch 1,10 Terabyte frei. Perfekt. Wie groß ist denn die Datei schon? Weil ich nehme jetzt ja den ganzen Stream jetzt gerade auf. Achso, das wird erst. Achso, kein Wunder, die Datei wird auch erst erstellt, wenn fertig gerendert ist. Okay, gut. Dann mache ich noch eine Treppe hier nach oben.
Und einfach wieder zum Anfang. Ich werde dann da noch einen kleinen Nebenraum machen, wo dann noch so eine Treppe dann ist. Und nicht so, wie ich das damals in Explorers of Epic gemacht habe, mit einem Teleporter, weil man alles mit Magie machen muss. Es gibt kein World Binding. In einer Pokémon-Welt. Ach Gott. Ich glaube, ich nehme das gerne als Negativbeispiel. Okay, man fällt runter. Oh, nice. Funktioniert. Perfekt. Ist noch die Frage. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Hotkey da drauf gelegt. Und zwar, wie das mit der Variable aussieht. Ist jetzt auf 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfekt. Nice. Also die Variable wird auch resettet. So, da sieht man mal, wie geil Scripts überhaupt sind. Also Call-Scripts. Deswegen, da soll mir jetzt keiner kommen, weil ich weiß nicht warum, aber ich glaube, mittlerweile hat sich das auch geändert. Das war, glaube ich, noch so zu Beginn von XP und VX-Zeiten, sowas. Da habe ich so ganz oft gehört, dass es so Leute gibt, die um jeden Preis immer Skripte vermieden haben. Dabei, ganz ehrlich, Skripte sind das Geilste, was es gibt am Maker. Aber wie gesagt, ich glaube, das hat sich mittlerweile geändert. Vor allem seitdem es jetzt so Leute wie Janfly gibt, die richtig geiles Zeug raushauen. Was auch noch richtig gut einbauen kann. Ich glaube, seitdem werden auch Scripts wieder lieber genutzt. Ich würde mal sagen, ich werde das alles ein bisschen höher bauen. Verschieben. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Nice. Wenn man jetzt hier noch ein bisschen Platz hat, dann für diesen Nebenraum. Oh, geile Musik. Sag mal, der kommt dann jetzt einfach dann dahin. So. Weil dann kann man, wenn man Bock hat, warum auch immer, kann man dann einfach ja noch da runter gehen. Und einfach sich den Raum angucken. So. Ja, also jetzt, wie gesagt, ist mal so aufgefallen. Also, Skripte sind wirklich, sind schon episch. Natürlich waren die richtig benutzt auch. Natürlich sollte man sich einfach jetzt nicht jedes Skript, das man findet im Internet, jetzt einfach in sein Spiel reinballern und dann passt es designtechnisch überhaupt nicht. So, dann kann man es also da rein. Oder hinten ist dann die dunkle Leere oder so. Achso, ich muss den Teleport noch ändern. Stimmt. Zurückhalten. So eine geile Übersetzung. Richtung zurückhalten. Ja, das passt eigentlich. Dann kann ich jetzt die Pause tatsächlich dann damit auch beginnen, dass ich das abgeschlossen habe. Ui, oh nein! Und es wird perfekt. Es wird resettet. Was ich noch nicht mag, ich glaube, ich lasse das raus, dass sich dann diese Grafik nochmal ändert. Das sieht doch ein bisschen komisch aus. Das reicht der Dinkelheit. Gott. Ja, das lasse ich raus. Na gut, kurze Pause. So. Ich hoffe, dass es dann nicht mehr mit der Werbung funktioniert, weil... Ne? Auf jeden Fall, bis gleich. So, Klaus und weiter geht's. Gut, haben wir das jetzt auf jeden Fall schon mal fertig. Und habe ich irgendwas verpasst? Und hallo, Neimat. Ja genau, Raten ist auch rechnen, nur im nicht-linearen Raum. Das stimmt. Ist es auch zum Beispiel beim Programmieren auch nicht anders. Da ist auch nicht immer alles gezielt machen. Einfach, wenn man mal überhaupt keine Ahnung hat, einfach random irgendwelche Zeilen ändern. Irgendwann mal klappt das schon. Irgendwann mal klappt es dann tatsächlich.
Ich würde sagen, wir machen gleich den Raum hier noch so ein bisschen abgedunkelt, abgedinkelter. So. Aber das stimmt, das ist echt ein komischer Mechanismus, warum alle Böden hier praktisch so ein bisschen eingerissen sein müssen, damit die Stacheln verschwinden. Vielleicht nehmen wir doch lieber einen Kristall, dass der Ort einfach, dass das einfach irgendein magischer Mechanismus ist. Vielleicht war es damals in Explorers of Epic doch gar nicht mal so eine schlechte Idee. Oder man hat einfach eine Flamme, die einen den Weg versperrt. Wenn ich sogar richtig überlege, ich glaube, ich habe sogar damals extra Kristalle anstatt Stacheln genommen. Ich glaube, gerade wegen sowas. Habe ich damals echt schon so überlegt? Ich bin so ein bisschen überrascht. Na gut, man kann, dann sagt man einfach, ja, das wurde alles von Schubi verzaubert oder so. Der hat sich nächtelang ganz viele Rätsel ausgedacht, die erstmal zu lösen sind oder so. Was dann einfach diese ganzen Mechanismen eingebaut hat. Okay, jetzt im Physikbereich kenne ich mich zwar weniger aus, aber hört sich sehr plausibel an mit dem Trial and Error. Na gut, man muss ja viel testen und so. Genau, und einfach einen Schalter in einem Bücherregal drücken, eine Flamme erlöscht. Na gut, man kann ja irgendwie sagen, weiß ich, dann ist da drüber eine Sprinkleranlage oder so, die dann dadurch ausgelöst wird, keine Ahnung. Ein ganz, ganz schlechtes Beispiel, wo es wirklich schon, wo ich finde, ich sag jetzt was mit so Stacheln, die dann verschwinden, dann kann man sagen, ja okay, das ist halt so Gameplay-Zwecken. Aber was ich hier richtig unlogisch fand, und da muss ich leider mal wieder letztes Schwert als Negativbeispiel nehmen. Einfach, man bringt da einen Boss um, und dadurch, dass der Boss umgebracht wird, wird eine Treppe freigesetzt, die einen wieder zum Anfang bringt. An sich, na gut, die Treppe ist auch gameplaymäßig gut gemeint, weil dann kommt man da eben raus aus dem Dungeon und kann auch direkt wieder hin. Aber warum dadurch, dass ein Gegner stirbt, dann kann die Treppe noch die ganze Zeit da bleiben oder so. Oder ich sag mal, oder die Treppe ist einfach ein Raum hinter dem Boss oder so. Man kommt da einfach nicht direkt hin oder so. Das ist sogar so eine Sache, die hat er, glaube ich, die hat Anklus sogar noch in seinen neueren Spielen gemacht. Jetzt bei seinen Eltern kann man verstehen, da war der ja, ich glaube, als er die ersten Teile gemacht hat, da war der auch noch sehr jung. Aber ich glaube, selbst bei den neueren war das auch noch drin. Ich glaube, ich nehme jetzt tatsächlich einfach einen Kristall. Am besten so ein lila, den man auch schön sieht, dass das von Schubi gemacht wurde. Richtig cool wäre, wenn es so eine Art Animation gäbe, wie so ein Kristall zerbricht. Das würde richtig cool aussehen. Anstatt dass er jetzt einfach nur so verschwindet. Es wäre jetzt nur schwer, so eine zu machen. Das hätte aber echt was. Da zerbricht er einfach so, man kann dann durch. So würde man jetzt einfach nur verschwinden lassen. Oder wir nehmen, keine Ahnung, wir nehmen einfach eine Flamme. Verschwindet dann einfach nach und nach, oder keine Ahnung. Ich glaube, wir bleiben einfach bei den Stacheln. Macht zwar, wie gesagt, vom Worldbuilding nicht viel Sinn, aber na ja, komm. Wo sind die denn? Hä? Ach, da, ja, natürlich das einzige Event, das ich nicht ausgewählt habe. Weiß nicht. Plot-Convenien-Stacheln, so. Beziehungsweise, das kopiere ich einfach. Flamme im Eis-Dungeon. Gott, blaues Feuer. Muss ich gerade wieder an Pokémon Super Mystery Dungeon denken. Ach, nicht Schubi, nein. Weg mit Schubi. Wer will den schon? Gott. Tippe ich aber ganz schön oft in letzter Zeit wieder. Das wird dann sofort ausgeführt. Und zwar dann einfach, dass dann wieder diese Animation kommt. So. Und ach, genau, dann den Switch noch rein. Nennen wir einfach, Eisrätsel 1 geschafft.
ganz wichtig unter Charaktere. Das sollte nämlich dann alles funktionieren. Ach ne, ich mach noch einen Sound rein. Und kein dummes Düpp-Düpp, wie in einem gewissen anderen Spiel, das ich mal gemacht habe. Na gut, ich will jetzt mein Spiel jetzt auch nicht so krass kaputt machen. Jetzt, wie gesagt, es war ein Erstlingswerk. Aber ich kann wenigstens so ein Spiel schlecht machen, ohne Angst haben zu müssen, dass ich ewig Entwickler angreife. Weil, ne, wenn man ein Spiel schlecht macht, greift man den Entwickler an, kennt man. Und da eignet sich mal ganz gut Sword 3. Aber na gut, ich wollte jetzt so diesen Maker-Thema jetzt auch nicht sagen. Ich habe da so ein bisschen was mitbekommen, dass da im Forum da richtig viel los war. Weil da so einige was wegen Let's Player haben, die halt RPG Maker Let's Playen oder streamen. Vor allem, wenn es eben Trash ist, Ich hab's verkackt. Weil es eben einige nicht... Okay, es funktioniert. Ist nur die Sache. Oh! Das muss ich noch fixen. Und zwar, man soll ja auch einmal durchgekommen sein. Das heißt, es reicht nicht nur, dass man alle Dinge einmal betätigt hat. Man soll ja auch noch davor stehen. Man könnte höchstens dann noch... Wie kann man das denn jetzt noch festlegen? Ich mach noch einen Switch rein. Und zwar Eis. Ach. Mich vertippt. Ich wollte eigentlich auf Backslash, aber auf Enter gedrückt. Eisrätsel 1. Weiß ich. Position. Richtig. So. Und zwar, wenn man nämlich dann jetzt hier draufsteht, dann wird nämlich das hier gemacht. Beziehungsweise hier. Plus gleich 1. Und dann wird abgefragt. Aber das ist nur für das letzte Event, weil man muss ja zwangsweise auf diesen Event ja stehen, damit das funktioniert. Mache ich jetzt noch eine Bedingung rein. Und zwar, ob Eisrätsel 1 eben größer gleich 36 ist. Und wenn ja, dann wird noch der Switch noch zusätzlich angemacht. Und wie gesagt, danach bleiben die Stacheln einfach runter, weil das aus gameplay-technischer Sicht besser ist. Ja, ich hab das Rätsel verarscht. Genau so ist das nämlich eigentlich gedacht. So, und hier lasse ich jetzt nämlich runter. Perfekt. Und wenn ich jetzt nämlich dann runterfalle, dann... Perfekt. Dann würde ich jetzt nur noch mal kurz testen, wie das jetzt ist, wenn ich nicht auf das letzte zuerst aufgehe, wenn ich das so mache wie gerade. So. Genau, passiert gar nichts. Perfekt. Genau, also das geht nur runter, wenn praktisch die Bedingung erfüllt ist. Erstens, dass alle Dinger praktisch betätigt sind, also jede Fläche einmal betreten wurde. Und dass man hier drauf steht am Ende. Und sonst geht das nicht. Ja, perfekt. Gut. Unser epischer Held. Aber na gut, das sollte jetzt ja nur so die Einführung sein, dass man schon mal sieht, wie das Rätsel funktioniert. Jetzt sollen wir das ja noch ein bisschen verbinden, ja noch mit zum Beispiel jetzt noch so ein bisschen Schlitterrätseln und sowas. Jetzt muss man hier alles anwenden, was man bisher gelernt hat in dem Dungeon. Beide Mechaniken. Und dann im nächsten Raum, dann kommen vielleicht noch Schieberätsel noch mit dazu und werden dann noch mit da eingebunden. Ja schon, das war auch interessant bei Link Between Worlds, dass man einfach diesen Eis-Dungeon hat, der auf einmal in Richtung Vulkan ging. Das war auch cool. Man hat zwar an sich mit dem Vulkan ja nichts wirklich zu tun gehabt am Ende, aber es hat einfach cool ausgesehen. Also es hatte einfach irgendwie was. So, jetzt kommt aber ein größerer Raum. Machen wir es mal so. Ach man. Ich stelle mich aber auch an.
vielleicht soll ich einfach mal die Shift-Taste drücken. Ach nee, nicht Shift, hier, das nutzen. Obwohl das jetzt auch so ein bisschen mickrig aussieht. So. Symmetrie! Symmetrie ist ja auch so sinnvoll in einem Dungeon, der vielleicht von Natur aus entstanden ist. Na gut, man könnte jetzt aber sagen, so eine Art von Tempel ist, der ist ja auch Backstein, was der, der ist ja da von Menschen erbaut worden. Da kann man sogar sagen, da ist es okay, dass der symmetrisch ist, gerade weil er eben erbaut wurde. Und da viele Menschen da ja teilweise tatsächlich symmetrisch bauen, dann kann man das mal noch sagen, ist okay. Aber bloß, jetzt weiß ich jetzt keine random Höhle auf einmal, die auf einmal total symmetrisch ist und links und rechts alles gleich und so. Ah, das stimmt, man könnte echt noch so ein bisschen Lava hier einbauen. Ich habe allgemein auch für The Core of Darkness auch gedacht, beziehungsweise das Projekt. Wie gesagt, wenn ich davon spreche, das ist nur der Projektname. Ich finde das als Namen absolut generisch. Muss auf jeden Fall noch ausgewechselt werden. Habe ich auch mal überlegt, einfach jetzt nicht nur so Eis mit Lava, allgemein vielleicht, dass man irgendwelche zwei verschiedenen Settings miteinander kombiniert. Ich sag mal, vielleicht, man hat dann irgendwie so eine Art Himmelsdungeon, vielleicht dann, weiß nicht, irgendwie so eine Art Palast, der in der Luft ist und irgendwie kombiniert mit, weiß ich, vielleicht mit Eiselementen oder so. Oder mit, weiß nicht, was gibt's da noch alles? Gibt so viel, nur mir fällt gerade nicht viel ein. Oder man hat dann irgendwie so eine Art Himmels-Dungeon und da sind auf, der ist auf einmal so überwuchert von Pflanzen, dass da auf einmal dann Lianen sind, dass man dann sowas eben kombiniert hat. Sowas wäre echt nice. Ja, Projekt COD. Ja, vor allem COD, ja. Ja, an sich kürze ich das auch einfach mal mit TCOD ab. Ich wollte es ja erstmal einfach nur Projekt Darkness nennen, aber dann würde. Aber das hat schon Project Destati schon nach ihrem eigenen Projekt benannt. Und ich warte immer noch auf das verdammte Album. Haben schon zwei Teaser rausgehauen. Ich warte endlich darauf, dass sie das Album veröffentlichen. Also, wenn jemand die Musik von Kingdom Hearts mag, gebt euch auf jeden Fall Project Destati. So gutes Zeug. Ich habe ja auch mal gefragt, ob ich die Tracks von denen auch im Stream als in die Playlist packen darf. Da habe ich aber leider noch nicht im Moment, weil wohl irgendwie die Rechte noch teilweise noch bei Square Enix liegen, weil das ja Kingdom Hearts Tracks halt sind. Aber wenn die Rechte von denen mal auslaufen sollten, und na gut, die wissen jetzt selbst noch nicht, wie lange die Rechte noch haben. Sobald die aber auslaufen sollten, dann wäre das aber wohl kein Problem. Eine random Höhle ist auch irgendwie schwieriger zu machen, weil es ist deutlich einfacher, was Symmetrisches zu bauen, als etwas gewollt so randommäßig aussehen zu lassen. Und das ein bisschen klein ist. Ich würde sagen, das bauen wir ein bisschen größer. Oder ich mache die Map einfach höher. Verschieben. So, minus 5. Oh, Moment. Moment, kann ich das hoch machen? Kann ich nicht, scheiße. Obwohl, ist gar nicht mal so schlimm. Ich kann es einfach... Ach so. Ach, ich bin ein Idiot. Ich habe das jetzt verschoben. Ach, jetzt habe ich irgendwie gerade ein bisschen... Jetzt habe ich gerade einen Denkfehler gehabt. Ich mache jetzt einfach... Hä? Nee. Ja, ab hier fängt ja die Map an. Jetzt habe ich gerade einen dummen Denkfehler gemacht. So. Muss ich jetzt die Events da nur wieder reinpacken. Jetzt habe ich wollte eigentlich die Map-Größe verändern. Jetzt habe ich alles nur verschoben. Ah, jetzt habe ich die Dinger durcheinander gebracht. Aber kein Problem. Ist alles gut. Die Positionen sind ja alle wieder gleich. Das heißt, ich muss jetzt keine Events verändern. Keine Teleporter oder so. Klaus, hau mal ab da. Bist du unwichtig. Auch wenn er es nicht fassen kann. We'll be right back.
Ach ja, Gronkh war doch auch immer so mit Symmetrie, stimmt. Obwohl, ich kann es jetzt ja so testen. Da. Es war einfach gucken, wo das hinführt. Perfekt. Alles gleich. Gut. So, jetzt aber richtig machen. Was ich nämlich eigentlich machen wollte. Jetzt muss ich das Event nochmal verändern. Nicht das Event, die Map. Ich wollte eigentlich das so machen. Bisschen höher machen. Und jetzt das nach unten verschieben. Moment mal. Kann das sein, dass ich jetzt das wieder... Hä? Moment. Was mache ich da die ganze Zeit? Ach nee, ich muss das ja... Kommt jetzt richtig? Nice. Obwohl... Da ist was abgeschnitten, oder? Ich glaube, da ist unten was abgeschnitten. Also nochmal minus 1. Ist eigentlich ein Hotkey. Ach so, Steuerung C. Ach, Steuerung T. Gott. Ach. So. Gut. Schön, dass es sofort beim ersten Anlauf funktioniert hat. Und so. Ich hoffe, die ganzen Positionen stimmen jetzt noch. Nee, aber okay, gefixt. Und hallo Laguna. So, da können wir jetzt endlich mal in den normalen Rätselbereich weitermachen, so wie es gedacht war. Was macht der Schatten da? Okay, hier sind sie ja überall. Ich denke mal, der Platz sollte jetzt reichen. Okay, dann, also wir verbinden jetzt dann das mit dem Zeug. Hier später Passage und dass man jetzt alles anwenden muss. Alle beiden Mechaniken miteinander kombiniert. Nicht das. Nee, doch, das war die Grafik, ne? Ja. Gut. Dann müssen wir an sich das so ähnlich wie da machen. Nur jetzt sagen, wie gesagt, man muss jetzt hier alle, Plattformen, sag ich mal, einmal übergangen sein. Und dazwischen. Obwohl, da fällt mir gerade ein, da sollte ich nicht hier dieselben Grafiken nutzen. Das ist absolut dumm, was da gerade gemacht wurde von mir. Das ist dumm. Nee, da muss ich dringend eine andere Grafik für nehmen. Boah, ist hier nicht... War da nicht irgendeine Grafik bei... Ah, ich glaube, die war beim VXA nur bei. Da war so eine, die sah auch so richtig aus, wie so eine richtige Eisfläche. Ich könnte so ein Glasbodenzeug hier nehmen. Weil man muss jetzt die ja auch voneinander jetzt unterscheiden können, die beiden Eisflächen, jetzt was ist. Was jetzt praktisch das Schlendereis ist und was jetzt eben dieses bröckelige Eis ist. Wir bauen gerade so ein paar Eisrätsel und versuchen allgemein so ein bisschen was hier. Versuchen irgendwas Komplexes zu machen, irgendeinen Dungeon zu bauen. Also ich muss die Grafiken irgendwie voneinander abspalten. Das würde eigentlich schon reichen. Eigentlich geht das. Da muss ich das dann nur eben klarstellen, dass dann hier jetzt, ich sag jetzt mal hier, nehme ich dann das Dunkle jetzt für das Bröckelige, dann wende ich dann nur dann hier die Grafik. Nehme ich dann da jetzt irgendeine andere. Obwohl, nee, es wäre sinnvoller, dann das, dieses Rutscheis, das dann fest zu machen, weil das dann ja dicker ist. Muss ich mir jetzt nur merken, an welchen Stellen ich dann da gleich nochmal
die ganzen anderen Texturen da noch hinpacken muss. So. Und das hier. Ja, perfekt. Achso, hab noch eins vergessen. So. Muss ich jetzt nur dann dieses Eis verändern, weil das wäre sonst ein bisschen komisch, wenn Spice dasselbe ist. Sieht das denn aus, wenn ich jetzt hier einfach sage, hier ist jetzt ein fettes Loch? Sieht scheiße aus. Muss man mal so sagen. Obwohl, ich guck grad, warum nehme ich nicht diese Grafik? Das sieht doch tausendmal geiler aus für so einen Eispalast. Die passt doch wie Faust aufs Auge. Ja, doch, dann nehmen wir die. Das passt tausendmal besser. 10.000 Mal besser. Als Dach kann ich ja das hier gut nehmen. Das passt ja eigentlich. Auch wenn ich jetzt gerade noch meinte, man soll erstmal sich um die Rätsel kümmern und dann ums Grafikdesign. Aber komm, das muss echt gemacht sein, der Schritt. Ich finde auch allgemein, vor allem, wenn man jetzt auch mal so Dungeon-Design üben will. Ich finde vor allem Eis-Dungeons eignen sich richtig gut zur Übung. Einfach, weil man da, weißt du, so viele simple Möglichkeiten gibt, weil es gibt da eben so diese typischen Standardrätsel, die man eben kennt von Eis-Dungeons, so wie das, was wir jetzt hier so haben. Weil ich finde, da kann man sehr viel herumexperimentieren, weil Eis ja eh mal so, ich sag mal, auch so in der Natur ja eher was Spezielles auch ist. Ist jetzt zum Beispiel schwieriger als jetzt ein Erd-Dungeon zum Beispiel, weil, weiß nicht, ein Erd-Dungeon, man kann da vielleicht Steine verschieben und weiß nicht, und dann steht man schon da und überlegt, ja okay, ich kann Steine verschieben lassen, vielleicht ein Löcher fallen lassen und ich könnte Dinge verschieben. Wie gesagt, man hat da irgendwie kaum Möglichkeiten, weil irgendwie Erde, jetzt so als Beispiel, ist irgendwie sowas. Ich habe das Gefühl, da ist man so ein bisschen eingeschränkt oder man muss sich da besonders gute Gedanken machen. Deswegen finde ich diese Idee gar nicht mal so schlecht, eben dann einfach so mehrere Dungeon-Elemente oder so Dungeon-Settings miteinander zu kombinieren. Dass man zum Beispiel dann jetzt einfach dann Eis mit, wie es gerade auch vorgeschlagen wurde, einfach mit Lava kombiniert oder so. Dass man dann einfach in den unteren Etagen dann Lava hat. Was wir dann auch machen, weil die Idee finde ich geil. Auch wenn die natürlich schon ein bisschen von den Link Between Worlds genutzt wurde. Aber da wurde es auch nicht komplett durchgezogen. Warum sind da Events? Hä? Was? Okay, die können auch weg. Ach, Moment. Achso, nee, alles gut. Ich habe gerade gedacht, ich hätte jetzt da irgendwelche Maps vertauscht oder so. Weil ich hätte nämlich aber noch eine Kopie von der Map gehabt, weil ich da mal was ausprobiert hatte, glaube ich. Tatsächlich. Hä? Wo ist dann das Hauptevent? Hä? What the fuck? Wo ist das Event? Ach so. Ach nee, alles gut. Ich dachte gerade schon. Ich habe jetzt gerade gedacht, ich hätte jetzt irgendeine Map versehentlich gelöscht. Und hätte jetzt die ganze Zeit an der falschen weitergearbeitet. Auf jeden Fall, was ich ja eigentlich machen wollte, war ja hier das Weiterbauen. Ach gut, dass ich hier nicht so viel Zeug an den Wänden habe, weil dann geht's schneller. So. Gut. Nice. Ja, das ist auch das Problem. Es gibt einfach schon in den letzten Jahren, es sind so viele Spiele erschienen, auch wenn man unbewusst, wenn man meint, man sagt so, oh, ich habe jetzt voll die geile neue Idee. Man hat es trotzdem dann unbewusst geklaut, beziehungsweise nicht geklaut. Also geklaut wäre jetzt das falsche Wort, aber mal, dann gab es das schon mal in einem anderen Spiel, weil, weiß ich, irgendwie wurde alles schon mal benutzt. Es sei denn, man hat irgendwie eine so mega revolutionäre Idee, die vielleicht so kontrovers ist, aber trotzdem total gut funktioniert, wo noch nie jemand anders drauf kam. Aber das ist so eine Sache, da muss man auch selbst erstmal dann drauf kommen. Man könnte jetzt noch, vielleicht kann man ja sagen, der Tempel ist ziemlich verlassen auch, was er ja auch eigentlich sein soll. Dass jetzt noch so ein paar Risse sind. Obwohl, den Riss, der passt irgendwie nicht, der ist mir zu groß.
Aber das sieht auch blöd aus. Dann dreimal das gleiche Ding. Dann da noch einen. Vielleicht hier sowas noch. Ja, das hat was. Jetzt überlege ich gerade nur, ob wir das Dach jetzt noch so lassen. Ja, obwohl komm, dann konsequent. So. Ja, doch, das sieht schon ganz, ganz anders aus. So, nice. Vielleicht würde ich hier mit der Map vielleicht nochmal ein weitergehen, dass das dann hier auch ein bisschen tiefer aussieht. Ich glaube, das machen wir noch kurz. Einmal die Map ein bisschen nach oben noch shiften. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht wieder durcheinander. Oh, nice, richtige Option gewählt. Sehr schön. Sehr gut. Da muss ich wahrscheinlich nur dann da nochmal das Event wieder abändern. So. Oh, und hier habe ich es auch noch nicht. So. Ich glaube, da werde ich auch mal kurz die Map noch ein bisschen vergrößern. Zumindest um einen. So. Beziehungsweise, ich mache das anders. Ne, ich mache die wieder anders. Weil dann wäre jetzt ein unnötiger Scroll-Effekt drin, muss jetzt auch nicht sein. Ich verkürze die einfach, weil dann kann ich da unten die Wand noch ordentlich anzeigen lassen. Und zwar, wo konnte ich denn was abkürzen? Da oben. So, perfekt. Dann kann hier nämlich das Wasser hin. Und da. Da. Gut. Und ich würde die Map noch ein bisschen weiter nach rechts noch shiften. Weil die sieht so. So, die hat eben so einen Linksdrall. Das sieht komisch aus. So. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, so perfektionistisch zu sein. Ich sage hier noch sowas rein. So, sieht schon besser aus. Wir können jetzt hier noch so einen kleinen Dunkeleffekt noch reinmachen. Entweder machen wir dann so einfach nur, dass alles ein bisschen abgedunkelter ist. Oder so, wie ich es gerne habe, dass man noch so an den Rändern dann noch so ein bisschen einen dunklen Schauer noch hat. Ach, der Held ist Klaus, der schwitzt in diesem Dungeon. Wenn er das Eis anfasst, dann schmelzt das Eis. Der muss sich keine Sorgen machen in der Unterkühlung. Schließlich fucking Klaus. Der streift einmal durch sein Haar und dann wird der ganze Dungeon sofort erhellt, alles schmelzt und hat auf einmal dann direkt den Weg zum eigentlichen Dungeon-Item vor sich. Der Dungeon-Boss ist dann auch schon abgehauen vor Angst.
Okay, jetzt brauchen wir nur noch hier was, eine andere Grafik dafür. Oh, und das habe ich übersehen. Und hallo Lina. Ja, Klaus und Chuck Norris. Okay, das ist schwer. Ja, okay, Chuck Norris ist vielleicht noch ein bisschen über Klaus. Kann man schwer sagen. Problem ist, Chuck Norris ist kein RPG-Charakter. Das heißt, Klaus wird niemals es mit Chuck Norris zu tun haben müssen. Es sei denn, man kreiert Chuck Norris The Game. Dann könnte ein ziemlich krasser und epischer Kampf beginnen, wer von den beiden mehr Badass ist. Und ich glaube, niemand würde jetzt so einfach den Ausgang des Kampfes kennen. Obwohl, ich könnte mal Folgendes testen. Wie sieht das aus? Ja, das hatte auch was für so Eis. Könnte man auch... bietet sich auch an, so eine vereiste Fläche. Das. Auch. Ist da totaler falscher Brauch, sag ich mal, von Map. Das sieht ein bisschen komisch aus. Noch Epic Battle of History. Oh Gott, dann battlen, dann rappen die sich da zu Tode. Gott. Nein. Das ist wieder komisch, weil das sieht dann wieder gleich aus wie das Zeug. Ist kompletter Schwarz lassen, ist auch blöd. Ich habe jetzt auch keinen geeigneten Parallax-Hintergrund. Ich glaube, ich nehme jetzt tatsächlich einfach das hier, auch wenn es eigentlich ein Wandteil ist, aber es passt einfach. Obwohl, nee. Dann kommen wieder diese Autoschatten. Ich könnte aber Folgendes ausprobieren. Shift-Mapping. Okay, wenn man das Shift-Map, dann geht das sogar. Ja, stimmt, dann geht der Schatten. Ja, doch, das ist geil. Einfach Shift drücken. Wie sieht das dann damit aus? Nee, das ist doch schon besser. So. Ja, das hat schon eher was. Okay. Fafa, hieß dunkle Blau meinst du jetzt gerade genau? Meinst du jetzt diese, sag mal, diesen Eisboden jetzt oder? Ich bin halt nicht so ein bisschen unschlüssig. Auf jeden Fall, dann können wir jetzt endlich mal jetzt hier die Grafik ändern. Okay, da habe ich das schon gemacht. Also, das ist jetzt praktisch das Rutscheis und das andere ist eben das Bröckelige. Jetzt da noch ein Rätsel überlegen. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, dass das jetzt rutschig und bröckelig ist oder so. Obwohl, dann wäre es unlogisch, weil dann müsste das ja da genau, dann müsste das ja hier genauso sein. Was könnte man vielleicht noch so von anderen Dungeon mal nutzen? Also praktisch, dass man, während das hier total zusammenbröckelt, wenn man einmal drüber läuft, man gleichzeitig noch rutscht. Achso, das, was ich geändert habe. Könnte man natürlich auch machen, dass es einfach immer heller wird. Stimmt. Ich würde sagen allgemein, da mache ich gleich noch eine Treppe hin, dass es dann weiter nach unten geht. Da könnte man wirklich so einen Kontrast machen. Also es fängt mit Eis an, vielleicht dann weiter unten ist dann so Wasser und vielleicht wird es dann immer mehr zu Lava dann. Vielleicht dann darunter ist dann so ein bisschen Höhle. Jetzt muss ich... Okay, Eishöhle, Lava. Jetzt muss ich gerade an Triforce Duo denken. Nur, da gut, ich würde versuchen, das ein bisschen besser auszuarbeiten. Obwohl die Idee da auch schon echt gut war. Nur die Ausführung, ja. Und jetzt sind dann hier noch Steine auf dem Weg und was nicht alles.
ich sag mal, man kommt dann da rein, man rutscht dann, wird dann hier erstmal aufgehalten. Das heißt, man steht dann da. Kann man nur nach links oder rechts. Will man jetzt also hier hinkommen? Ich würde vielleicht sogar noch ein paar Stellen noch reinmachen, wo praktisch gar nichts passiert, die einfach neutral sind, die jetzt weder bröckelig sind, noch jetzt so rutschig. Wo das ein bisschen behindert aussieht. Das sieht kacke aus. Wie gesagt, deswegen wundere ich immer noch die Leute, die jetzt schaffen, noch heute diesen ganzen Zelda-Dungeons zu machen und die immer wieder anders aufzubauen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das jetzt aussprechen soll. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Aber hallo, Jonathan. Also man kann jetzt dann hier noch links. Ich sag mal, jetzt machen wir hier. Machen wir dann hier so den hier. Ist das dann frei? Und da so. Irgendwie sowas. Würde man jetzt da rüber rutschen? Würde man jetzt dann anfangen, dann jetzt hier das alles. Okay, also man kann dann auf die Weise dann das alles hier wegmachen. Man könnte es dann noch dahin. Ich sag mal, dann ist jetzt dann hier nochmal. Jetzt hier nochmal Eis oder so. Ja, das Zelda U. Bin ich auch gespannt. Aber ich hoffe jetzt mal, dass auf der E3 jetzt echt mal was bekannt wird. Muss eigentlich, weil es soll ja schon NX wahrscheinlich vorgestellt werden. Da muss langsam mal was bekannt werden. Okay, das hört sich gut an. Da muss ich den Trash nicht alleine überstehen. Sehr schön. Das freut mich. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie schlimm dieser Trash am Ende sein wird. Ich weiß auch nicht, wie lang das ist. Wenn das Spiel auf einmal nach einer Stunde vorbei ist, dann suche ich mir irgendwas aus dem Atelier raus. Ist ja nicht so, als ob es total schwer ist, da ein schlechtes Spiel zu finden. Und ja, ich werde Spiele, wenn die schlecht sind, auch kritisieren. Und wenn da mal lustige Sachen sind, die falsch sind, jetzt irgendwelche Rechtschreibfehler oder irgendwas richtig Dummes, werde ich da auch Witze drüber machen. Und nein, das ist kein Angriff auf den Entwickler. Nein, das ist... Ich habe das Gefühl, das muss man einfach immer vor einem Trash-Stream sagen. Ich muss auch zugeben, bei Alte Macht habe ich, glaube ich, auch ein bisschen zu übertrieben. Da habe ich auch, glaube ich, manche Äußerungen gemacht zum Entwickler, die waren auch vielleicht ein bisschen hart. Vor allem am Ende, als ich so Sachen meinte wie, ey, der soll mal seinen Grundschulabschluss nachholen oder so, das war ein bisschen, das war auch nicht gut, das gebe ich auch zu. Aber wenn mir was am Spiel nicht passt, dann wird das auch rausgehauen. Zumal das jetzt auch, was ich jetzt auch habe, ist ein kommerzielles Spiel. Das heißt, das Spiel kann sich jetzt nicht hinter der Fassade verstecken, dass man jetzt keinen Aufwand da reinstecken müsste und das, warum mache ich eigentlich nichts dass man jetzt keinen Aufwand bräuchte und so. Da sollen schon ein paar mehr Faktoren stimmen. Auf jeden Fall, man kann das jetzt da vom Eisrätsel her dann so alles machen. Mach mal bis hier hin. Geht man dann da, kann man das hier alles so. Will man jetzt darüber schlendern? Okay, also es gibt eine Lösung, wenn man das so macht. Es ist jetzt nur die Frage, ob das nicht so einfach ist. Ich bin nur gespannt, ob das am Ende auch alles funktioniert. Ja, na gut, so Decay und so. Die haben natürlich auch schon ein paar Sachen rausgehauen. Ein paar heftige. Aber ich finde es was allgemein auch mal so ein bisschen frustrierend, so dieses typische, dieses Verhalten einfach, dieses, da haut jemand ein Spiel raus und erwartet auf einmal, dass jeder das total hochlobt. Und dabei ist das dann wirklich richtiger Kack halt. Warum blinkt manchmal die Grafik hier so auf? Was soll das?
Also ich sage das immer nur, weil ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass das, ja, das, was an sich nicht gerne gesehen ist. Und auch wenn so ziemlich jeder auch so Trash-Streams auch lustig findet, sowas, denke ich mal, wie gesagt, gibt es wohl ein paar, die das mal ein bisschen missverstehen. Also wie gesagt, mir wurde das jetzt noch nie unterstellt und da bin ich jetzt auch sehr froh drüber. Aber es könnte eben passieren halt, dass jemand sowas falsch versteht. So vielleicht auch in Zukunft, wenn mal jemand auf den Stream dann draufschaltet, weil es wird ja auch hochgeladen. Aber wie gerade mal einfach mal die besten Pokémon-Tracks laufen. Okay, Event 65. Ich kann jetzt eigentlich alles hier gleich lassen, nur ich müsste die Variable ändern. Und zwar Eisrätsel 2. Achso, ups. Das ist das Schöne, wir können das Event jetzt einfach komplett gleich lassen. Nur, was wir so Kleinigkeiten nur ändern müssen. Hier, das müsste ich gleich noch ändern. Und ich glaube, das sah sich aus, diese Grafik. Das ist doch ein bisschen kacke. Ey, dein Spiel ist schlecht. Ey, wie kannst du das wagen, mich zu beleidigen? Obwohl, dann mache ich überhaupt wieder von oben links nach unten rechts kopieren. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, Gott! 49, 50, 51, 52, 53, 53. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71, 74, 75, 76. Okay, 76. Gut. Dann entsprechend auch jetzt nur das noch aktivieren und einen neuen Switch wieder reinmachen. Gut. Achso, genau, den muss ich auch noch erstellen. Gut. So, okay, ich hoffe, das funktioniert. An sich, also man spricht das jetzt nicht Teilsets aus, Gott. Teilsets. Bitte Teilsets schreiben, bitte Teilsets sagen, bloß nicht Teilsets. An sich ist das sind Standard-Teilsets. Es sind ein paar von den ersten beiden DLCs bei, aber die sind eigentlich jetzt soweit Standard, die ich jetzt gerade nutze. Ich muss allgemein mal bei MV gucken, wie das so in den Foren aussieht, ob jetzt da. Also ich glaube, da sind auch schon einige Ressourcen jetzt mittlerweile reingekommen, wo man da auch noch einiges nutzen könnte. Natürlich mit Credits. Stimmt das halt alles? Ansonsten muss ich jetzt ja noch so einen kleinen Raum noch reinmachen. Nur, damit jetzt voll die krasse Abwechslung entsteht, ist jetzt dieser Raum mit der Treppe nicht links, sondern fucking rechts. Rechts! Obwohl das jetzt ein bisschen blöd ist, jetzt wegen der Wand. Ach komm, scheiß auf die Wand, so. Obwohl, nee, das ist auch wieder blöd, dann kann ich da einfach hinlaufen. So, der Name, ich habe gerade irgendwie das. Okay. Achso, also Jonathan, okay. War wohl noch so ein bisschen das Castlevania-Syndrom drin mit Jonathan.
Oh oh, ich glaube, ich muss gleich alles ein bisschen nach oben schiften. Yay. Und zwar... Kann ich das nicht besser machen? Ach, ich mache jetzt einfach Folgendes. Und zwar, ich improvisiere jetzt einfach mal ein bisschen. Einfach damit, dass es sich jetzt nicht zu sehr erstreckt. So, da kommt jetzt einfach ein Kristall hin, da drunter die Treppe. So. Oh, was? Wir haben schon 10 Uhr? What? Okay. Also ich könnte, also ich mache wieder eine Treppe rein. Ja, ich mache einfach einen neuen Raum. Nenne ich das als einfach Untergeschoss. Ey, wie oft ich mich vertippe immer. Passiert mir aber, das halt wirklich oft. Das kopieren wir jetzt einfach und einfügen, so. Rätsel 2. Ja, ist an sich hauptsächlich ein Eis-Dungeon. Nur wir haben es ja gerade schon so ein bisschen überlegt, ob man den vielleicht noch, ich sag mal, wie, dass man noch so ein bisschen immer weiter im Untergrund kommt, dass sich das dann immer mehr in so ein Lava-Dungeon dann noch umfunktioniert. Und als Boss müsste dann, als Boss haben wir dann eine Twin Rover einfach. Würde perfekt dazu passen. Und weil ich faul bin, lasse ich jetzt einfach die Map 1:1 da. Wie gesagt, das sind so Sachen, die kann man immer noch am Ende nochmal ausbessern. Zurückhalten! Zurückhalten! Ja, Richtung. Zurückhalten. Oh, Mann. Please. Und ich werde die Treppe so anbringen, weil das wäre total dumm, die anders anzubringen. Dass man eben auch dann von da aus dahin laufen kann. So. Oh, Moment. Oh. Das hätte Bugs gegeben. Ordentliche Bugs. Oh, Problem ist nur. Oh, ich glaube, ich darf die nochmal alle kopieren. Jetzt werden wir wieder in den anderen Raum da teleportiert. Na komm, egal. Ist egal. Ich will es jetzt ja nur mal kurz testen. Ja. Oh, da fängt schon mal an. Das. Oh, das Event wurde aktiviert. Sehr schön. Das sah erstmal so aus, als ob das gar nicht aktiviert worden wäre. Tun. Schlendermann ist darüber. Gut. Und jetzt würde mich interessieren, ob das jetzt ausgelöst wird, wenn ich jetzt dann darüber schlender. Oh, nice. Es funktioniert. Geil. Und oh, ich bin ein ganz schlimmer Cheater. Oh, das Schlimme ist bei dem. Oh, was, warum wird das nicht resettet? Ach stimmt, ich habe ja die ich habe das ja noch gar nicht abgeändert. Stimmt. Oh, hätte ich vorher machen sollen. Ups. So. Aber das Rätsel an sich funktioniert, oder? Bitte kein Bug. Oh nice, es funktioniert. Und man kommt auch nicht sofort drauf. Das Schlimme ist, bei Lava und Eis muss ich jetzt gerade an das neue Sonic Boom denken, das ja bald kommt. Bitte sei besser. Ich muss ja sagen, jetzt Pokémon Super Mystery Dungeon hat es ja auch geschafft. Jetzt Portal war auch nicht gerade das beste Spiel und Super Mystery Dungeon wird in meinen Augen gerade von Part zu Part immer besser. Ich hoffe, dass Sonic Boom das auch schafft, dass dann wenigstens mal etwas gutes Sonic wiederkommt. Sonic Lost World war auch nur okay. Und viele haben das Spiel auch richtig gehasst. Okay, das waren jetzt 76 Events, ne? Das heißt 65. Das heißt also, ihr muss 65 sein. Beziehungsweise ich mache einfach Folgendes. Ich bin zu faul zum Rechnen. Dass einfach alles durchlaufen wird und sagen jetzt einfach I plus 65. Nee, plus. Nee, plus 64. Und muss ich ja einen abziehen oder ich muss das hier auf 0 stellen.
Sollte jetzt nämlich funktionieren. Genau, es reicht schon, das Boom zu entfernen. Ja. Dann wurde bei der Nintendo Direct dann jetzt auch noch, da wurde dieses, ich glaube Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen, was weiß ich welcher Teil, wurde ja vorgestellt. War auch schon erstmal der Schock, dass wieder ein Sonic Boom Charakter dabei ist. Wohl, kann man das sich eigentlich vereinfachen? Oder muss man es wirklich auf den Weg dann lösen? Okay, man kann sich das ein kleines bisschen vereinfachen. Da kann ich noch ein paar Hindernisse vielleicht einbauen. Aber es funktioniert. Jetzt nur die Frage, ob es auch das wirklich resettet ist. Nö, warum? Warum nicht? Ach, ich wollte das nicht vergrößern. Ach so, aber stimmt, kann ich einfach machen. Ich kann doch dann einfach, dann seht ihr das auch besser. Jetzt will ich ruhig nochmal testen. Ging das schon immer? Dass ich das einfach so hier ranziehen kann. Weil, ist ja geil. Auf jeden Fall, was stimmt denn dann nicht? Ob das stimmt? Ach, Moment, ich muss das Event ja auch noch überall kopieren. Stimmt, ich muss das doch hier überall nochmal einfügen. Aber na gut, aber vom Prinzip her funktioniert das schon mal. Man kann beides miteinander einbinden. Und ich habe, glaube ich, sowas tatsächlich noch nie in einem Spiel gesehen. Das heißt, man hat mal nicht geklaut. Wow. Beziehungsweise man hat zwei Grundideen für Ice Dungeons miteinander so kombiniert, wie man es vielleicht nur selten oder noch nie gesehen hat. Obwohl, ich wollte eigentlich eine Pause machen. Ja, ich würde sagen, ich kopiere das noch kurz alles rein und mache kurz nochmal eine Werbung. Obwohl ich das Gefühl habe, dass irgendwie die Werbung nie angezeigt wird. Ist jetzt auch nicht schlimm, dann eben halt nicht, weil ich Werbung ist eh scheiße bezahlt. Wollte es mal so einmal testen, ob das überhaupt was bringt. Naja, vielleicht heißt es wieder, man muss so und so groß sein, damit dann überhaupt die Werbung geschaltet wird. Keine Ahnung. Oh, scheiße. Ist aber gar nicht mal so schlimm, weil dann kann ich das jetzt nochmal kurz testen. Okay. Ey, da ist ein... Warum ist das Teil dann nicht weg? Hä? Kann es sein, vielleicht... Dass ich das doch plus 65 nehmen? Die I ist ja 1, aber dann würde das da oben nicht mehr... Oder waren es 77 Teile? Jetzt einfach folgendes. So. Ist derselbe Effekt, nur dass jetzt noch ein Event mehr jetzt dadurch betroffen wird. Ich bin nur gespannt, ob man das Rätsel noch irgendwie auf andere Weisen lösen kann. Sich das vielleicht total einfach machen kann oder so. Weil es wirkt nämlich so. Obwohl, nicht ganz. Zum Beispiel kommt man jetzt nicht mehr so leichter nach oben, glaube ich. Ja, stimmt. Jetzt hat man sich das schon verbaut. Wie macht das so mit dem Ding da unten rechts? Warum? Welcher ID hat das? 141. Und das Event fällt ab bis... Es fängt ja bei 0 an, geht bis 76. Doch, eigentlich ist das ja bis genau 141. Komisch. Keine Ahnung, ich mach jetzt mal einfach 77. Das Lustige ist, ich bin jetzt eh noch total im Element in sowas, weil ich nämlich eher am Freitag noch eine Informatikklausur habe.
Und dann bin ich endlich komplett frei. Dann habe ich, jetzt habe ich mein Leben schon so gut wie ganz zurück, weil jetzt diese Klausurmasse. Und was soll das? Warum verstehe ich das Ding nicht? Ist jetzt auch endlich vorbei, ist jetzt halt nur noch diese eine Klausur und dann ist komplette Ruhe. Habe ich dann das Event irgendwie anders? Ach, ich weiß warum. Ach. Ich habe es mal wieder vergessen, einfach das Event zu kopieren. Mache ich einfach als Folgendes. Ja genau, das habe ich mir auch gedacht. So ein bisschen chillen erstmal, so ein bisschen ruhiger Maker-Stream, danach einfach die ganzen Hirne kaputt machen. Habe ich mir auch so gedacht. Okay, funktioniert. Nice. Muss ich also nur nochmal hier überall kopieren. Das heißt, wieder Massen entfernen. Oh, und ich habe früher wirklich noch den gemacht. Ich kann es echt nicht fassen. So wie man das damals noch das Durchhaltevermögen hatte, das irgendwelche Rätsel so zu machen. Das war ganz schlimm. Das war auch bei Explorers of Epic. Das war ja in diesem Himmelsturm. Auch gegen Ende. Da war ein so ein Bereich, da. Das wäre so eine ganz riesige Map, war das. Und da war alles voll. Da war praktisch die ganze Map war voll Events, weil. Da war ja ein so ein Rätsel bei, da ist ein so ein Weg immer erschienen, das war so eine Art Labyrinth. Aber dieses Labyrinth ist immer, ich glaube, das war immer nur für eine Sekunde sichtbar und ist danach immer eine Sekunde lang verschwunden. Das heißt, dass man dann so einen unsichtbaren Weg hatte, der dann ja jede Sekunde nur kurz erscheint. Und man muss sich den Weg halt merken. Und damit war es ja entsprechend alles voller Events dann damit. Und dann waren da auch ein paar Sachen, die musste ich dann ein paar Mal korrigieren und... Boah, war das eine Qual. Ich glaube, das war auch die Map, wo ich dann auch gemerkt habe, hey, es gibt Hotkeys, nutzt die mal, so ungefähr. Sonst einfach mal hier völlig random. Einfach jetzt hier alles betätigen. Wenn ich jetzt damit das Rätsel schaffe, ne? Dann ist das auf jeden Fall nicht gut. Aber nee, ich habe schon verkackt. Weil ich das da nämlich so eingekesselt habe. Aber okay, es funktioniert. Sehr schön. Jetzt die Variable jetzt auch wieder zurückgesetzt. Sehr nice. Ich glaube, hier ist es sogar tatsächlich auch mal besser, das Schleichen anzumachen. Nein! Ach, ich habe mich vertippt. Ich will das doch nur einmal testen. Sehr schön. Warum? Ich glaube, ich muss die Dinger mal kurz zählen. Ach, warum? Oh. Ich hätte jetzt gerade einfach nur in der Variable reingucken können. Bei 1. Ich muss das nochmal machen. Oh Gott. Ah. Jetzt fängt es wieder an. Jetzt kommt wieder diese Phase, wo ich immer alles durcheinander hau. Jetzt fängt wieder an. Aber wie gesagt, ich bin noch mehr als hellwach. Ich habe kein Problem mit dem Trash. Ich habe hier noch einen Energy Drink. Ich habe die traditionellen Erdnüsse. Der einzige Unterschied ist, diesmal sind das aber nicht die Chili-Erdnüsse, weil ich nämlich woanders gerade eingekauft habe. Sondern diese... Obwohl, ich werde es nicht nennen. Ich habe jetzt keinen Bock auf Schleichwerbung. Okay, es ist 77. Okay, es sind also 77 Dinger. Ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwelche Product Placements mache, die mit dem Kanal total unpassend sind, weil wer macht schon irgendwelche Werbedeals mit Product Placements, wo irgendwas mit Gaming ist, obwohl der Kanal überhaupt nichts damit zu tun hat. Also da würde mir jetzt überhaupt kein Kanal einfallen. Nein, überhaupt keine unterschwellige Kritik. Nein, nein.
Fuck. Scheiße. Hm. Ach komm, scheiß drauf. Ich will das Event doch einmal kurz nur testen. Ist jetzt egal, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Warum? Ist auf 77. Ach so, ach natürlich. Natürlich, ich muss ja auch noch auf dem Ding stehen, auf dem letzten. Ich mache jetzt einfach Folgendes. So. Der Pussy-Modus. Beziehungsweise der Faulheits-Modus. Oder auch Debug-Modus. Wie auch immer. Wie auch immer man das nennen will. Ach Gott, damit. So. So. Ey! So funktioniert Debugging. Aber ich weiß jetzt auch, woran das liegt, weil ich habe da vergessen, die Abfrage noch zu machen. Position richtig. So. Gut, jetzt sollte es aber wirklich funktionieren. Mit Ausnahme von dem Etwas. Ja, allgemein wegen Twitch. Ich glaube, das habe ich auch nur mal bisher mal nur, glaube ich, so auf den sozialen Netzwerken nur gesagt. Twitch hatte ich echt keinen Bock mehr, weil an sich ist Twitch ja eigentlich eine gute Plattform und so. Ich finde es zwar nur ein bisschen blöd, weil jetzt einmal wegen den ganzen Events, mit denen man selbst nichts zu tun hat, weswegen dann immer ständig die ganze Bandbreite einbricht und auf einmal dann bei der Hälfte auf einmal der Stream nicht mehr funktioniert. Dann, dass man als Nicht-Partner, dass die Zuschauer bei Nicht-Partnern nicht die Qualität umstellen können, was auch ein bisschen komisch ist. Und auch noch die eingeschränkte Bandbreite, dass ich zum Beispiel, ich kann nicht in 60 FPS streamen und so Sachen. Oder wenn ich das noch mache, dann würde alles total einbrechen. Und hier kann ich das eben alles machen, hier kann ich jetzt echt streamen, wie ich Bock habe. Und man bekommt das auch leichter mit, also das heißt, man muss dann nicht immer auf irgendeinen Twitch-Kanal verweisen und so. Das heißt, ich kann auch, wenn ich Bock habe, einfach spontan streamen und jeder sieht das dann sofort in der Abo-Box. Also ist jetzt für jemanden, der jetzt eben hauptsächlich jetzt eher YouTube macht und Livestreams eher nebensächlich, ist jetzt YouTube Gaming doch schon deutlich besser. Schön ist auch, dass das auch noch offen bleibt. Warum ist das noch... Ach so, das könnte ich auch noch machen, dass dann, egal welches Loch man fällt, dass dann beides resettet wird. Stimmt, das könnte ich noch machen. Jedenfalls funktioniert. Sehr gut. Aber okay, mach eine kurze Pause. Und weiß nicht, ich denke mal in spätestens 5 Minuten dann wieder da. Bis gleich. So, machen wir weiter. Okay, na gut, das Rätsel ist ja an sich fast fertig. Einzige Kleinigkeit und dann habe ich jetzt nochmal das ganze Event jetzt auswechseln. Zwar muss das noch in den richtigen Raum führen. Da hat es da reingeführt. Wäre nett, wenn da die Position irgendwo stehen würde. Oh, nur gut, es war da. Gut. Und dann machen wir noch Folgendes. War das nämlich dann für beide Events, das dann entsprechend gilt. Dass dann, überall das dann resettet wird, ist besser. Call of Trash, Gott. Oder Brain Smashing.
Fällt auch mal auf, man könnte jetzt eigentlich auch, ich könnte jetzt auch mal wieder was mit Mario Maker machen, weil jetzt kommt auch, ich glaube am 9. März kommt ja das neue Update raus mit den ganzen Schlüsseln und so, dass ich bei der Direct schon ziemlich abgefeiert habe, weil was sich da alles für neue Möglichkeiten jetzt ergeben. Vor allem Sachen Puzzles oder so. Man diese Schlüsselmünzen kann man kreuz und quer durch das ganze Level verstecken und so. Richtig gut. Und wir haben jetzt endlich mal ein neues Paper Mario. Bald. Weil ich hoffe es. Ich bezweifle es zwar, aber ich hoffe es echt. Aber ich habe das Gefühl, dass Paper Mario geht wieder in Richtung Sticker Star. Ich hoffe, dass da wieder eine Story drin ist. Zumindest ein bisschen. Weiß ich. Es ist ein Rollenspiel, da gehört einfach eine Story rein. Das war schon immer so. Es hat sich einfach so eingebürgert. Ich hoffe es einfach. Fresh-Set. Ich bin von sowas überhaupt kein Freund. Ich kann sowas überhaupt nicht haben. Hab erst gestern nämlich auf Twitter noch darüber aufgeregt. Diese dumme Eigenwerbung. Vielleicht meinst du das jetzt nicht böse, aber für die Zukunft. Dass sowas jetzt bei mir und auch bei anderen YouTubern nicht gerne gesehen ist. Also ich meine es jetzt nicht böse, jetzt, beziehungsweise natürlich meine ich es schon ernst, aber vielleicht hast du es jetzt nicht böse gemeint, aber mach sowas bitte, bitte nicht. Das ist, gehört sich einfach nicht, macht man nicht. Genau, kommt nie gut an, gut gesagt. Jetzt hier muss ich das auch noch separat jetzt machen. Ich glaube, wir haben es gleich echt. Das Schlimme ist, wenn wir diese Skriptbefehle nicht hätten, dann hätten wir, glaube ich, für jedes einzelne Event einen eigenen Switch nehmen müssen. Einen eigenen Switch erstellen und benennen und sowas. Gut, dass es Call-Scripts gibt. Was ich mich jetzt dann nur wieder frage, ne, dieses typische, wir machen jetzt hier so ein Rätsel, der Stream geht jetzt gerade mal 2,5 Stunden lang und wir haben jetzt schon hier 2 Dungeon-Räume, beziehungsweise, ich sag jetzt mal den Raum hauptsächlich, haben jetzt in, ich sag mal, 2 Stunden jetzt diesen Dungeon-Raum fertig, weil so die erste halbe Stunde haben wir ja noch den noch zu Ende gemacht, in etwa. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Da frage ich mich jetzt auch echt, was das jetzt wieder heißt, irgendwie, das kann ja kein normaler RPG-Maker-Entwickler machen und so. Und das sind jetzt Sachen, die ziehen jetzt, das heißt jetzt nicht jetzt irgendwie, weil ich jetzt voll gut mit dem Maker umgehen könnte, was ich habe halt gewisse Erfahrung. Aber jetzt diese Events, die ich jetzt gerade erstelle, die sind echt ein bisschen aus dem Arsch gezogen einfach. Mit ein bisschen Überlegen kommt man einfach schnell drauf. Also ich verstehe jetzt immer noch nicht, warum so viele
RPG Maker Entwickler immer meinen, die so in dem, die, man kann ja mit dem Maker keine richtig guten Spiele machen. Die einzigen Spiele, die ja gut sind, sind ja absolute Ausnahmen. Also Sachen. Wie gesagt, kann ich echt nicht nachvollziehen, die Aussage. Natürlich, wenn es ein Neuling ist, dann ist klar, da muss man überhaupt erstmal mit dem Maker klarkommen. Nur ich habe diese Aussage teilweise auch mal von Leuten gehört oder gelesen, die dann auch richtig Erfahrung haben, aber sich dann einfach nicht zutrauen, dann mal, weiß nicht, mal neue Mechaniken auszudenken. Das finde ich da auch mal so ein bisschen, ach nein, ich wollte da gar nicht drauf. Wohl eigentlich doch. Das finde ich mal so ein bisschen schade, so dieses sich praktisch da unter die Scheffeln stellen und. Oh. Okay, ich könnte auch gucken, dass das Event komplett resettet wird, sobald man die Map neu betritt. Oh, ach komm, egal. Macht der Steuerung-Taste. By the power of the Steuerungstaste. I have the power. Ja, von der Pixelmaker, der ist so gut selbsterklärend. Man kommt da so schnell rein. Das ist ja das Tolle an dem RPG Maker, dass man wirklich jetzt als wirklich so blutiger Anfänger, der überhaupt nichts mit Spieleentwicklung zu tun hat. Und warum macht das nicht auf? Ach, ich weiß warum. Der übliche Fehler hat man wieder den Switch vergessen reinzumachen. Man kommt da so schnell rein und man kann richtig viel gutes Zeug damit erstellen. Es gibt viele gute Beispiele. Gräfin und die Spinne ist ein sehr gutes Beispiel. Wurde, glaube ich, auch nur von wenigen Personen gemacht. Also von einer hauptsächlich und ein paar, die dann, glaube ich, mit den Grafiken nur geholfen haben. Aber dann wird immer so getan, als ob das sonst niemand anders schaffen könnte. Und das ist falsch, was ich da gerade gemacht habe. Natürlich sollte man jetzt auch jetzt nicht so das so mega perfektionistisch machen, so dieses, boah, das muss perfekt sein, das muss mit jedem kommerziellen Spiel jetzt mithalten und so. Wäre natürlich nice, wenn man es schafft, aber wäre jetzt vielleicht auch sehr viel verlangt, aber man kann mit ein bisschen überlegen, das Spiel zumindest unterhaltsam gestalten, dass es Spaß macht und so. Und deswegen, wenn ich jetzt auch mal. Ich habe jetzt zwar schon länger keine RPG-Maker-Spiele mehr gespielt, weil ich hatte irgendwie auch in letzter Zeit so ein bisschen die Lust dran verloren. Aber wenn ich mal welche spiele. Ich muss sagen, anfangs habe ich da auch wirklich noch so Kleinigkeiten gelobt. Aber so mittlerweile, wo man dann auch so ein bisschen das ganze Zeug mehr kennt, wo man sich dann auch mehr mit dem ganzen Game-Design-Zeug auseinandergesetzt hat. Und man so ein bisschen genauer weiß, wie man es schaffen kann, dass ein Spiel auch Spaß macht und so. So, seitdem sieht man, glaube ich, so Sachen schneller und fängt auch dann schneller an, die zu kritisieren. Also früher waren das so Sachen, da habe ich dann auch gesagt so, oh, das war cool, dass er das mit dem Maker hinbekommen hat und so. Weiß nicht, heute nimmt man das vielleicht einfach selbstverständlicher, weil... Weiß nicht, weil Ansprüche steigen halt. Aber okay, es funktioniert. Wir sind fertig mit der Map. Dann mache ich jetzt dahin noch eine Treppe rein. Obwohl das jetzt auch ein bisschen blöd aussieht. Na komm, egal. Weil sonst müsste ich dann wieder die Map wieder verändern, also die Mapgröße, und muss dann wieder alles umstellen. Und ja komm, das ersparen wir uns jetzt mal kurz. Also na gut, wenn jetzt jemand sagt, der will es komplett jetzt nur aus Spaß entwickeln und sagt jetzt einfach, ist jetzt egal, ob das jetzt irgendwelchen Ansprüchen entspricht oder sowas, der will einfach vielleicht nur eine Geschichte erzählen, die einfach nur bildlich darstellen. Also wenn jetzt jemand komplett jetzt nur Spaß am Makern haben will, dann wäre kein Problem, dann kann er sein Spiel machen, wie man will. Nur dann sollte man jetzt eben auch jetzt nicht mit der besten Kritik rechnen. Wenn man jetzt eben... Es sei denn, es ist trotzdem gut, dann ist es natürlich perfekt. Oh, da kann man vielleicht auch noch gut was nutzen, so für Schatten oder so. Wo ist eigentlich, dass man das so da drüber legen kann? Ja, das könnte auch noch, könnte man auch noch gut bekommen. Ach so, ja, genau, das habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht so richtig erklärt. Wir hatten jetzt zwei Rätsel vorher gehabt, bevor jetzt dieses hier kam.
Das erste ist praktisch immer so ein Schlittereis. Man rutscht da drauf und das zeigt schon praktisch, dass das dunkle Eis zum Rutschen ist. Das hellere Eis ist jetzt ein bisschen weniger rutschig, aber dafür ist es sehr bröckelig. Also man rutscht da drauf nicht, aber man darf eben kein Feld zweimal betreten. Nur weil Schubi ein Arschloch ist, hat er irgendwelche Rätsel eingebaut, weil er viel zu viel Freizeit hatte. Und hat irgendwie solche magischen Stacheln hier reingetan, die erst runterfahren, wenn jedes Feld einmal, also genau einmal durchlaufen ist und man auf dem letzten Feld steht, dann erst dann diese Stacheln verschwinden. Keine Ahnung, weil er uns nicht mag oder so. Was wollte ich jetzt noch machen? Ach genau, die Teleporter. Ja, das ist auch mal eine gute Sache. Allgemein bei RPG Maker spielen oder überhaupt, wenn man irgendein Spiel macht oder so. Und vor allem am Anfang oder nicht nur am Anfang, allgemein immer. Sich auf jeden Fall Meinung von anderen holen. Ich kann nur schon mal sagen, wenn man jetzt ein Spiel kommerziell machen will, dann sollte es schon wirklich richtig, richtig gut sein auch. Na gut, wir werden gleich leider sehen, dass es wohl auch Trash-Games auf Steam schaffen und kommerziell werden. Das ist ziemlich traurig. Aber wenn man ein ordentliches Spiel will, das dann auch einen guten Anklang findet, ich sag mal, man will es so richtig so auf To the Moon Niveau jetzt sein. Oder was ich jetzt noch gehört habe, ich glaube mit MV jetzt, RPG ist jetzt noch ziemlich neu, wurde mit einer MV entwickelt, ist auch ziemlich gut von dem, was ich gesehen habe. Wenn man jetzt mit sowas mithalten will. Na gut, jetzt To the Moon ist ein Extrembeispiel, weil hat jetzt ein ganzes Team dran gearbeitet, eine lange Zeit lang. Das wäre jetzt ein bisschen hart, sich jetzt alleine jetzt mit sowas zu vergleichen. Aber auf jeden Fall, wenn man sowas in so einem ähnlichen Kaliber jetzt entwickeln will, dann, das sollte schon wirklich, wirklich gut sein. Da sollte man sich dann viele Meinungen holen, viele Erfahrung haben. Man sollte da schon wirklich auch viel rumprobieren. Bevor man jetzt das Spiel sofort dann einfach raushaut. Wo ich würde sagen, ich mache da keine Treppe hin, sondern lieber so eine Leiter. Ich glaube, das sieht besser aus. So. Ja gut, jetzt ein Spiel als perfekt zu bezeichnen, ist auch schwer. Also ich glaube, da gibt es keins so wirklich. Also ein Spiel ist ja an sich schon gut, wenn es Spaß macht. Und vor allem auf längere Zeit auch Spaß macht. Jetzt nicht nur am Anfang und nach 2 Minuten ist das Kampfsystem total langweilig. Wenn es wirklich von Anfang bis Ende Spaß macht, vielleicht den Spieler immer wieder überrascht, vielleicht auch ein bisschen fesselt oder so, vielleicht weil... Jetzt nicht nur von der Story, vielleicht weil das Gameplay auch sich immer wieder ändert oder so, oder immer wieder interessant gehalten wird. Dann ist das Spiel schon auf einem richtig guten Weg. Das sind ja auch so Sachen, die würde ich jetzt auch... deswegen habe ich auch The Call of Darkness, beziehungsweise TCOD abgekürzt, deswegen habe ich das ja auch erstmal eingestellt. Weil ich auch gesagt habe, ich habe jetzt eine bessere Story-Idee, die besser ist als die alte, ohne den ganzen auserwählten Mist. Das Schlimme ist, ich habe anfangs gar nicht gemerkt, dass das so ein Klischee war. Ich habe es echt nicht gemerkt. Auf jeden Fall, da habe ich dann jetzt auch gedacht, komm, dann wartest du noch damit, bis du dir da richtig Gedanken gemacht hast. Und dann fängt man wieder an und baut das dann so, wie man sich das vorgestellt hat. Weil ich habe da schon, auch so storymäßig und gameplaymäßig, schon ein paar Ideen. Die werden mit dem Maker aber nicht realisierbar sein. Deswegen, wie gesagt, ich brauche da noch ein bisschen Erfahrung. Ich muss da noch ein bisschen mich noch ein bisschen einarbeiten. Aber ich habe jetzt auch schon von anderen Leuten gehört, die ich auch mal so ein bisschen die Idee erzählt habe und so. Und von denen habe ich dann auch entsprechend gehört, dass die Idee schon ziemlich, finden, dass das auch ein gewisses Potenzial hat. Und entsprechend versucht man das ja immer weiter auszuarbeiten. Jetzt erstmal auf Papier oder im Kopf. Bei mir hauptsächlich im Kopf eigentlich.
Jetzt, wenn es mal richtig entscheidende Sachen sind, dann werden die auch mal irgendwo in eine TXT-Datei mal gepackt. Kann ich gerade mal jetzt noch irgendwas machen können mit der Map? Vielleicht noch irgendwo was hinmappen oder so. Ich könnte hier noch so ein paar Glitzer-Effekte machen. Ich glaube, da gab es hier sowas. Was bei mir noch auf jeden Fall schon mal der Fall ist, wenn es um Grafik geht, habe ich so meine Probleme. Also Grafiken gehen bei mir überhaupt nicht. Da wäre sowas, da würde ich aber dann, wenn ich jetzt anfange zu entwickeln, da würde ich dann auch gucken, ob man sich vielleicht da Hilfe holt. Weil überhaupt so ein Team arbeiten ist bestimmt auch interessant. Habe ich auch bisher noch nie gemacht, weil es hat sich nie so richtig ergeben. Noch irgendwas. Also mittlerweile muss ich sagen, Action-Kampfsystem auf dem RPG Maker lieber nicht. Alter. Was ist denn los? Ich weiß nicht, ob das jetzt Parodie sein soll. Glaube ich, werde ich mal kurz ins Stumm schalten. Ich weiß nicht, ob das jetzt parodistisch gemeint war, aber egal. Wenn der es nochmal macht, wird einfach geblockt. So. Ja, stimmt, wir sind auf YouTube. Stimmt. Hier ist noch ein bisschen Glitzerzeug. Treten. Boah, geile Übersetzung. Auch ganz wichtig, genau, keine Bugs. Zumindest keine richtig. Es kann immer mal Bugs geben, aber jetzt keine richtig mega auffälligen Bugs. Weiß nicht, ob er irgendein Gamebreak hat. Das ist schon eine ziemliche Katastrophe. Vielleicht, wenn es jetzt nur so richtig kleine Sachen sind. Also das sind ja so Sachen, ist ja kein Problem. Kann man patchen. Ist ja heutzutage möglich. Kann man immer wieder korrigieren. Sagt man einfach, hey, ist eine neue Version draußen. Vor allem, wenn das Spiel noch in der Beta-Phase ist. Da ist das ja in der Regel normal, dass Bugs sind. Weil man ist ja dann immer noch im Prozess, wo man die dann ja ausbaut und wegmacht. Ich glaube, ich muss mal einen Spam-Filter einbauen. Geht das eigentlich? Ich habe zwar die Möglichkeit, dass Nutzer automatisch blockiert werden, die spammen. Ich habe das nur ausgeschaltet, weil ich habe dem jetzt nicht vertraut, ob auf einmal dann jeder Einzelne gespammt wird. Weil ich weiß jetzt nicht genau, was Google jetzt hier als Spam zählt. Ja, der Twitch-Bot. Gott. Wenn nochmal so ein Zoll kommt wie dieser dumme Twitch-Bot, habe ich mittlerweile auch gelernt, einfach ignorieren. Nicht mal, einfach, wenn er nervt, einfach blockieren und gar kein Wort mehr darüber verlieren. Auch im Chat nicht mehr, einfach komplett ignorieren. Spam ist praktisch viel unnötiges Schreiben oder also entweder sehr viel unnötiges oder ständig das gleiche Schreiben, irgendwie sowas. Also einfach nerven, sag ich mal. Genau, viel hintereinander posten, so Sachen. Man könnte theoretisch auch noch sowas reinmachen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt auf YouTube Gaming geht. Auf Twitch kann man ja, glaube ich, als Partner ja so eine Sperre einbauen, dass zum Beispiel jemand nur alle 20 Sekunden was schreiben kann oder nur alle 10 Minuten oder so. Muss ich mal gucken, was. Ich glaube, hier gab es auch nur so eine Art Slow-Modus, dass dann die Kommentare nicht sofort angezeigt werden. Das heißt, dann sehe ich die jetzt noch zuerst und ich glaube, dann werden die erst bei euch dann angezeigt. Das heißt, Ich hätte dann noch ein paar Minuten oder Sekunden, um das noch
zu blockieren, was stört. Aber wenn das jetzt nur so Einzelfälle sind, dann kein Problem. Nur ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, ein Wort darüber zu verlieren, weil ich mir um solche Dummköpfe keine Gedanken mache. Ich überlege auch gerade, eigentlich bin ich schon fertig mit dem, was wir gemacht haben. Wir können noch an Shubi noch ein bisschen weiterbauen. Ja, Gespamme ist einfach unnötig. Deswegen, das weiß ich jetzt auch nicht genau, was jetzt, jetzt bei Google Gaming jetzt... YouTube Gaming. YouTube und Google sind ja fast dasselbe. Deswegen, weil ich weiß ja nicht genau, was jetzt als Gespamme gilt. Deswegen habe ich das jetzt erstmal ausgelassen. Hier war eigentlich auch soweit alles gut. Glasbodenmatrix. Und ich würde sagen, Spaß machen wir hier nochmal weiter. Weil ich hatte ursprünglich eh überlegt, einfach den Chubby-Kampf noch ein bisschen auszubauen. Da würde ich sogar auch den Ton noch für anmachen. Weil ich glaube, das kennen auch noch gar nicht alle vom letzten Stream. Das war nämlich schon ganz interessant. So. Der Random MLG-Player. Das Lustige ist, letztes Mal hatten wir noch so darüber gesprochen, ein MLG-Player wäre doch mal voll gut. Und eigentlich haben wir ja schon sowas. Ja, komm her. Naja, ich bin Shubi, ich werde jetzt im Kron. Shubi ist aufgetaucht. Zum Beispiel, was ich ja nie geschafft habe, eigentlich sollte der Hintergrund sich ja immer noch so ändern jede Sekunde. Wenn noch so ein bisschen Disco-mäßig wird. Shubi. Oh mein Gott, er ist so geschickt. Weil ich mal überlege, dass ich noch ein paar... Oh, geil. Nein, das soll... Wie das Airhorn jetzt gerade passt. Wie das passt, ey. Ich wollte mal kurz eine zweite Form triggern, bevor ich ihn umbringe. Alter, hör doch mal mit den Crits auf. Epilepsie, Shubi. Das geht nämlich. Habe ich eigentlich irgendwelche Funken, habe ich? Habe ich echt... Wow, ist das schwach. Wow. Ja, komm, zweite Form. Ah, sehr schön. Haha, ich komme meine Endboss-Form. Gott. Aber stimmt, der braucht noch mehr Flügel. Das sind zu wenig. Aber ich wollte mal kurz gucken, ob das mit der dritten Form überhaupt noch funktioniert. Haha, ich komme meine wahre Endboss-Form. Ja, ja. Ich finde den Namen übrigens gut. Shubi Endboss Final Hell Neo. Ja, okay. Gott. Oh Gott. Ich mach mal wieder die Playlist an. Ich wollte mal kurz gucken, wie das nochmal so funktioniert. Zwischen dem V und VX gibt es einige Unterschiede. Genau, ich habe ein Video dazu gemacht. Ich mache jetzt mal hier voll gemein Eigenwerbung und schick das mal kurz. VX versus MV. Sollte, glaube ich, auch ziemlich schnell zu finden sein. So. Wie kann ich jetzt was. Hallo, warum darf ich nicht diesen. Hier konnte gerade irgendwie nichts posten. Ich dachte schon. Falls das jemand sucht, hier ist das. Ich konnte gerade irgendwie nicht auf das Auswahlfeld zugreifen, weil ich wohl nicht richtig drauf geklickt habe im Chat. So, okay, 10 Minuten haben wir noch. Ich würde sagen, wir geben dann Klaus noch ein paar Attacken und Shubi. Ich könnte jetzt einfach Klaus die Moves geben, die ich im Tutorial schon gegeben habe.
Achso, ich habe noch gar keine neue Klasse für den gemacht. Boah, welche Klasse könnte ich da kriegen? Da liegen einfach Gott. Auserwählter, oder? Weiß ich, Badass. Boah, welche Klasse geben wir dem am besten? Kannst den Link nicht anklicken, okay. Komisch, weil bei mir wurde jetzt nochmal angezeigt. Kann das sein, dass irgendwie bei mir Links gesperrt sind? Live-Chat aktivieren. Ja, Gott ist, glaube ich, ganz passend. Gott mit S. Ich hab was. So, perfekt. Ich hoffe, ich hab's richtig geschrieben. Ist ja praktisch Gott. Der brauche ich jetzt noch. Ah, ich würde jetzt gerne andere Attacken geben als im Tutorial. Ich würde jetzt wissen, ob ich das jetzt richtig. Ich gebe es jetzt ein. Okay, ich hab's richtig geschrieben. Sehr schön. Der trägt ja keinen schwarzen Umhang. Ja, weil Gott hat. Wir haben ja gelernt, Gott ist ein Typ mit einem schwarzen Umhang und roten Augen, der sich auch gerne mal als Ninja verkleidet. Ja. Oder wenn wir von einem anderen Spiel ausnehmen, ist Shubi praktisch Gott und heißt Wotan. Oh, habe ich mir letztens nochmal angeguckt. Holy Trinity. Oh, es hatte ja Ansätze, aber. Schwerthieb auf so ein Mist. Ja, das nehmen wir. So. Mache ich jetzt einfach auf Magie, weil das soll halt MP kosten. Trifft einen Gegner, nur im Kampf. Viel TP hat der. Allgemein braucht er irgendwelche krassen Stats. Ich will es auch nicht alles so richtig hoch machen, das mache ich eher in Trash. Ja, stimmt, welches Element geben wir dem? Wir machen, wenn er schon Gott ist, wir machen einfach, Klaus ist so wie Arceus, der kann ständig seinen Typ ändern und macht das natürlich immer entsprechend so, dass er im Vorteil ist. Das heißt, er hat einfach mal eine Resistenz gegen alles. Machen wir jetzt einfach mal. Oh, und ich muss noch eine Sache korrigieren. Typen. Das ist ganz wichtig. So, perfekt. Ich kann mal gucken, wie man mal Resistenzen einstellt. Schadensmultiplikator. So größer die Schwäche gegen. Achso, okay. Also einfach alles auf Null stellen. Beziehungsweise, nee, dann ist ja eigentlich. Elementrate. Skill. Genau, und der ist. Der ist praktisch gegen Knockout immun. Das heißt, er ist praktisch unsterblich. Ich glaube, ich muss das einfach. Oder was ist das? Minus 100? Ich glaube, ich muss jetzt einfach auf 0 stellen, damit das praktisch komplette Resistenz ist. Einfach gegen alles. Schubi Klaus. Ja, das ist ein eigenes Element. Oh boy. Ich überlege gerade, hat er irgendeine Schwäche? Eigentlich, nee, Klaus ist perfekt. Deswegen wird er auch so gerne genommen in jedem Spiel als Hauptcharakter.
Ja, ich würde jetzt Klaus als eigenes Element, wie gesagt, jetzt noch hinzufügen. Ich könnte auch noch alles Mögliche noch hinzufügen. Klaus. Die Lehre des Klaus. Gott. Ich finde auch ein interessantes Battle, wer Klaus vs. Metteton, wer praktisch wer praktisch den höheren Unterhaltungswert bietet. Klaus ist eben awesome und Metteton ist eben interessanter Entertainer. Das wäre interessant. Beide haben eine krasse Klaus-Locke. So, die Kämpfe sind doch spannend. Ne? Ist doch total das gute Game-Design, wenn man einen richtigen Badass spielt. Ist auch ein Charakter, mit dem kann sich total gut dann identifizieren. Der hilft Klaus. Ja, der kommt dann so offen, der kommt dann so in diesem schwarzen Gewand kommt er so an und gibt dann irgendwelche Tipps. Macht er so müsst ihr das machen oder musst du das so und fertig. Das war ganz schlechter Akzent, den ich gerade gemacht habe. Okay, auf jeden Fall. Boah, welche Beschreibung geben wir dem? Ein nicht starker Angriff. Instant Kill. HP-Schaden nicht einfach. Zustand hinzufügen. Knockout, so. Warum nicht? Na gut, ich muss aber sagen, jetzt sowas, selbst Leute, die richtige Trash-Games machen, selbst die wissen, dass sowas keinen Spaß macht, zum Glück. Meistens ist das in den Trash-Games eher umgekehrt, dass die Spiele meistens eher unschaffbar sind, jetzt außer zu cheaten. Oder dass es ohne zu cheaten einfach nur langweilig ist und keinen Spaß macht eben. Aber natürlich kann man auch so in die Richtung entwickeln. Wollte ich doch gar nicht. So. Okay. Hey, warum haben... Ach so. Ach. Der braucht ja noch hier die Klasse. So. Nein, jetzt kommt keine traurige PMD-Musik. Sondern schöne PMD-Musik. So, Gott. Schubi. Oh Gott, nein. Sogar ohne Animation. Aber so ein Angriff einfach, das wäre... So für Zukunft, wenn ich mal irgendwelche 2K3 Trash Games mal wieder spielen sollte. Bestimmt werde ich mal wieder. Obwohl, ja, zum Beispiel für den alten Macht-Stream. Ich glaube, für den alten Macht-Stream würde ich jetzt ganz ehrlich so eine Attacke sogar reinprogrammieren, weil. Wir kennen die Reihe, wir wissen, wie der Spaßfaktor von der so ist, denke ich mal. Und. Wir wollen die Kämpfe. Da würde ich die Kämpfe auch lieber schnell beendet haben wollen, sagen wir es mal so. Ich glaube, da würde ich mir echt sogar so eine Attacke reinbauen. Es sei denn, es sind irgendwelche Kämpfe, wo im Kampf noch irgendwelche Events passieren, aber ich glaube, das gab es bei Alte Macht bisher nie. Okay, ich würde aber sagen, wir machen eine kurze Pause und dann machen wir dann gleich mit Trash weiter. Lassen wir es dann erstmal mit dem Maker heute. Und dann sehen wir mich dann gleich wahrscheinlich dann mit geistiger Unterstützung dann wieder. Yay, bis gleich.